Plattsport, der Sportpodcast. Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff und wir haben heute eine besondere Frau bei uns im Podcast, die wir gleich vorstellen werden. Und wir wollen auch gar nicht so lange drum herum reden. Jetzt reden wir erstmal nochmal ganz kurz über uns. Hallo Ralf. Hallo Martin. Ralf Politz ist neben mir. Wie geht's dir, Ralf? Gut, Feierabend. Das Bier ist auf, das Bier schmeckt. Wir haben eine sehr sympathische Gesprächspartnerin. Alles bestens, lass uns kann kurz losgehen. Lass uns noch mal kurz über unsere Biere sprechen. Was trinkst du da? Gräfensteiner, glaube ich. Ist das eine bestimmte Sorte? Nö. Nö. Ich habe einen aus Frankreich noch mitgebracht, einen 16-4, das Hoppilager. Also nicht dieses dünne Sommerbier, womit du Blumen gießen kannst in Frankreich, sondern tatsächlich, das schmeckt gut. Hat was. Okay, und die 5 Flaschen, die jetzt hier schon leer stehen, hast du jetzt eben alle schon getrunken? Ja, vor Aufregung. Stimmt. Wegen großer Aufregung. Wir haben tatsächlich heute jemanden ganz Besonderes da. Und bevor wir über diese Person reden, immer so aufgeregt vorher. Rede ich noch darüber, dass ihr und ja dafür sorgen könnt, dass Plattsport auch in Zukunft weiterhin blüht und gedeiht, indem ihr euch an Plattsport beteiligt. Ja, so eine Art Beteiligung. Ihr könnt Fördermitglied bei Plattsport werden, nicht bei RB Leipzig, sondern bei Plattsport, indem ihr auf die Internetseite Steady geht. Oder auf unsere Internetseite plattsport.de und dann könnt ihr dort euch monatlich beteiligen, dass wir auch weiterhin hier frisches Bier haben und unsere Technik bezahlen, Strom, Internetkosten und so weiter. Würden wir uns freuen. So, Ralf, möchtest du unsere, wie nennt man das, Gästin? Nein, mach du mal weiter. Nein, mach. Na gut. Also, die Dame, die wir heute hier haben, die Frau, die wir heute da haben, ist Sportkommentatorin, Sportjournalistin und seit letztem Jahr ist sie tatsächlich die erste Frau im Kommentatorenteam der ARD Sportschau. Und sie kommt nicht aus irgendeiner Stadt, sie wurde aus Berlin nach Köln entsandt. Die Sprache ist von Stefanie Bartschik. Hallo Steffi. Ich muss ja erstmal sagen, es ist voll schwer, sich zusammenzureißen, wenn ihr die ganze Zeit am Lachen seid und euer Bier vorstellt und ich mir hier denke, ich sitze hier mit meinem stillen Wasser an der Seite und mich die ganze Zeit zusammenreißen muss. Ja, voll schön da zu sein. Hallo. 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 Ja, du hast tatsächlich jede Menge Angebote ausgeschlagen, nur um bei uns dabei zu sein, bei deiner, naja, nicht ganz Podcast-Premiere, du warst ja noch bei unseren Mitbewerbern vom Rasenfunk. In einer kurzen Folge, wie lange war die Folge? Ich glaube, es waren dieses Mal so 4,5, 5 Stunden. Das schafft man nicht. Ja, ich glaube, das macht immer sehr viel Spaß, aber man merkt dann schon, schöne Grüße an Tobi Escher und Max Jakob Ost. Am Ende ist man doch dann immer sehr platt und sehr müde. Und deswegen bist du jetzt hier auch bei Plattsport. Ja, das ist deswegen habe ich ja, den Ball habe ich euch zugespielt jetzt gerade. Und dafür haben wir auch übrigens einen Knopf. Wir haben nicht nur den Intro-Knopf, sondern wir haben auch noch den Knopf, also wenn es richtig übel wird. Ja, also dann. Das TV-Total-Knopfset. Es hat was davon, definitiv. Aber ich möchte nicht Stefan Raab sein. Ralf, du? Nee, bloß nicht. Obwohl, mit 50 in Rente zu gehen, das ist das nächstes Jahr bei mir. Ich kann nächstes Jahr in Rente gehen. Irre. Wahnsinn. Aber Stefan Raab ist doch ein sehr erfolgreicher Entertainer gewesen, hat doch auch gute Sendungen gemacht. Was widerstrebt euch denn an dem Mann? Naja, wir sind halt noch nicht so erfolgreich. Das kann ja alles noch und kommen. Und ich bin kein Metzgersohn. Genau, und wir sind auf einem guten Weg. Wir fangen heute damit an. Okay. Erfolgreich zu werden. Bitte hilf uns. Es wird auch ein bisschen weniger quatschig, ganz doll versprochen. Nice. Ja, Steffi, du bist 33 Jahre alt, ist das richtig? Genau, das ist ja mal die Frage, ist das alt, ist das jung? Das ist vollkommen egal, das kann ja jeder für sich selber. Man muss ja nicht mal alles vorkauen, oder? Was richtig und falsch ist. Nö, das stimmt, aber ich habe ja vorhin in unserem Vorgespräch erzählt, dass ich heute in einer Schule zu Gast war.
um da ein bisschen über Sportjournalismus zu sprechen. Und die Schüler waren so zwischen 17 und 18 Jahre alt. Und das war sehr komisch, sich dahin zu stellen. Dann waren meine ersten Sätze auch tatsächlich so, ja, das ist ein ziemlicher Flashback. Ich fühle mich zurück in die Schulzeit versetzt. Und da fühlst du dich dann tatsächlich alt. Mit euch natürlich nicht, mit euch fühle ich mich sehr jung. Danke. Danke, sehr nett. Ja. Aber die Jungs und Mädels da in der Schule, konnten die schon was mit dir anfangen? Also sind die inzwischen, schauen die noch lineares Fernsehen? Teils. Also die kannten natürlich die Sportschau, aber du merkst dann schon, dass sie auch sehr viel so in Richtung The Zone fragen, in Richtung Sky fragen. Ich glaube, die konsumieren auch sehr viel YouTube. Da hast du ja immer viele Anbieter oder Accounts, denen du folgen kannst. Ich glaube auch hier so OneFootball ist auch ganz groß mit dabei. Mein Mann, der arbeitet bei OneFootball, deswegen haben wir hier ein Repertoire an Masken zu Hause. Die sind echt schön ausgearbeitet. Man kann die halt so schön waschen und dann hatte ich die auf und er hat so ein kleines Zeichen und musste ihm dann vorhin erstmal schreiben und er hat sehr laut gelacht, als ich meinte, du und einer von den 20 Schülerinnen und Schülern hat erstmal direkt gefragt, ob ich Kontakte zu OneFootball hätte, weil ich diese Maske auf hatte. OneFootball kennen sie tatsächlich alle. Aber ja, sie gucken auch lineares Fernsehen und hatten erstaunlich viele Fragen. Also sie haben mich echt eine Stunde lang gelöchert. Welche Frage hat dir denn am besten gefallen? Oder nicht, die du am wenigsten erwartet hättest? Naja, ich glaube nicht, dass es eine Frage gab, die ich nicht erwartet hätte. Ich fand toll, dass sie so offen waren. Also sie haben tatsächlich wie ist das für dich als Frau in der Männerdomäne, über was war dein verrücktestes Spiel, über wie bist du da hingekommen, wie hat das bei dir angefangen, über, sag mal, wie viele Stunden arbeitest du denn eigentlich so am Tag? Also so buntes Potpourri komplett von allem. Und ich glaube, bei der einen oder anderen Antwort hat der eine oder die andere dann auch mit den Augen gerollt. Als ich dann meinte, naja gut, die Wochenenden, die sind dann halt weg, ne? Da müsst ihr euch drauf einstellen. Und dann hast du nur so gesehen, so dieses panische Angucken, so nach links und nach rechts. Ja, keine Ahnung. Aber sie waren sehr interessiert und ich fand's toll. Ich hatte auch das Gefühl, so, sie haben einiges mitgenommen, haben sie mir zumindest gesagt. Das war schon sehr schön, ja. Ich dachte, ihr habt immer nur so, ihr fahrt zum Stadion, redet 90 Minuten über Fußball. Und dann geht ihr nach Hause? Ja, das ist ja klassisch, natürlich. Also normal, wir machen auch sonst nichts anderes. Es ist natürlich so, dass wir jetzt unter der Woche immer nur hier sitzen und Podcast machen. Ja, genau, Podcast ab und an mal, ne? Aber nur wenn es jetzt, das kann man mal ab und an machen, weil es ist ja dann auch sehr anstrengend, wenn man das oft macht. Ne? Und dann halt natürlich klar. Die 90 Minuten Stadion setzt man sich hin und erzählt auch einfach irgendwas, was einem gerade so in den Kopf kommt. Klar, wisst ihr ja, also es ist, ne? Keine Vorbereitung und so. Sowas braucht man heutzutage nicht mehr. Da komme ich da gleich zu meiner ersten Frage. Die Fußballer, die heute Profis sind, die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Ist das bei dir ähnlich? Also nicht, dass du jetzt Fußballerin bist, aber hast du deinen Jugendtraum oder deinen Kindheitstraum umgesetzt und hast gesagt, ich werde mal Sportreporterin bei der Sportschau und jetzt hast du es erreicht? Ja, das, ja, und jetzt, wenn du das jetzt so gerade sagst, kriege ich auch ein bisschen Gänsehaut. Weil manchmal, wenn man so in diesem Alltag drin ist, dann entfällt das einem ab und an, dass man das dann wirklich macht. Und ich erzähle immer gern die Geschichte, oder vielleicht sollte ich vorher anfangen. Ich war wirklich schon, seit ich 9 bin, bin ich wirklich Fußball fasziniert und interessiert und mich hat das immer gereizt. Es gibt tatsächlich Videoaufnahmen von mir auf der alten Videokamera meines Vaters, wie ich in der Halle stehe und dieses F-Jugendspiel meines Bruders kommentiere. Tatsächlich auch sogar mit Interviewpartnern. Also ich war damals schon ein VJ. Ja, Dinge, die es heute ist das sehr in. Früher hat man das einfach so gemacht dann in der Halle beim F-Jugendspiel. Genau, und ich wollte das immer und ja, habe auch mich aber trotzdem immer gefragt, wie soll das klappen? Und man weiß ja auch nicht, es gibt ja immer nicht so den einen Weg. Und es hat auch vieles nicht geklappt auf dem Weg dahin. Ich habe Praktika gemacht und dann gingen Sachen schief und es hat nicht funktioniert und ich wurde nicht übernommen. Und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, irgendwie, dass das nicht funktioniert. Und ich erinnere mich, es gab diesen einen Tag, jetzt habe ich eine lange Schleife gedreht, aber es gab diesen einen Tag, da habe ich damals in Köln gewohnt. Bin ich zum Auswärtsspiel gefahren und hatte mich mit Freunden getroffen am Hauptbahnhof und auf dem Weg dahin saß ich in der Bahn. Und was jetzt kommt, klingt sehr kitschig, aber es ist tatsächlich so passiert. Und die Bahn hielt an einer Station, die Türen öffneten sich und ihr wisst ja vielleicht, die Sportschau macht ja auch hier und da immer mal eine Werbung an den einzelnen Stationen und da war dieses große Plakat von der Sportschau. Und irgendwie kam mir der Gedanke, und es war so 2011 muss das gewesen sein,
irgendwann bist du da auch mal. Irgendwann schaffst du es da auch mal hin. Es war so ein Gefühl, einfach so ein Gefühl. Ich erzähle das immer allen und manche sagen immer so, ja, ja, Steffi, ja, klar, klar. Und ich sage mal, nee, das war dieses Gefühl, es war da, dass es dann wirklich so kommt irgendwann. Ja, fühlt sich manchmal immer noch ein bisschen surreal an. Aber ja, es ist wirklich, also es ist, ja, es ist bekloppt manchmal, aber es ist tatsächlich so, ich könnte mir nichts Schöneres wünschen. Es ist einfach toll. Es ist das, was ich immer machen wollte und das darf ich jetzt machen, ja. Damit hat, also klingt erstmal wunderschön kitschig und damit bist du schon, also du hast die Trendfarbe gesetzt für diese Folge, kitsch pur hoffentlich. es tut mir leid, aber es ist die Wahrheit, es war tatsächlich so, ja. Und Ralf hat mit seiner Eingangsfrage alle meine Fragen 1 bis 10 quasi in einer zusammengefasst, aber da musst du jetzt trotzdem durch. Wir fangen mal ganz von vorne an, also du kommst wirklich aus Hannover oder nur in Hannover geboren? Also, du kommst wirklich aus Hannover? Halt, meine Frau kommt auch aus Hannover, aber die ist woanders geboren zum Beispiel. Warum tust du das? Ja, ich bin in Hannover geboren und komme aus Garbsen. Garbsen sagt vielleicht dem ein du nickst, okay. Ja, klar. Vielleicht für alle anderen, und das ist ein bisschen präsenter, Havelse ist direkt nebenan. Der TSV Havelse hat ja gerade erst wieder in der ersten Runde des DFB-Pokals gespielt. Gegen Eintracht, nee, stimmt gar nicht, gegen Mainz 05 verloren. Genau, das Stadion des TSV Havelse ist 10 Minuten zu Fuß von meinem Elternhaus entfernt. Da kann man sich ein bisschen besser orientieren. Da komme ich her. Die haben Anfang, ich glaube 91, 92 oder 90, 91 in der zweiten Bundesliga. Zweiten Liga gespielt, genau. Mit. Das war aber noch vor meiner Zeit, bevor ich so fußballbegeistert geworden bin. Das heißt, das kenne ich nur aus Erzählungen. Unter Volker Finke damals. Genau, übrigens. Und mit Sebastian Kehl, glaube ich auch, ne? Der war doch auch bei Havelse. Wer? Nochmal? Sebastian Sag nochmal. Kehl? Nee, Sebastian Kehl kam später, der war bei 96 dann. Der ist 1900, warte, in der Regionalliga war 1998 zu 96 gewechselt und hat da, glaube ich, 1-2 Jahre gespielt und ist dann zum SC Freiburg gewechselt. Für 500.000 und wurde dann später wirklich ja, für gutes Geld nach Dortmund weiterverkauft. Was ich doch, also das fand ich damals, das hat ein bisschen wehgetan. Das fand ich damals ziemlich böse. Du machst mir meinen Ruf als The Chronic. Ja, das tut mir voll leid, aber Sebastian Kehl ist tatsächlich, das weiß ich, weil das so meine Hochzeit von 96 war, meine Anfangszeit und wie das immer so ist, die bleibt ja so krass im Kopf hängen. Wir sprechen von demselben Sebastian Kehl, dem Dortmunder Sebastian ja, Kehl, ja, oder? Genau, oder hast genau. du noch einen anderen Sebastian Kehl im Kopf, den ich nicht kenne? Nee, das nicht. Ich habe heute von dem anderen Stefan Reuter gehört. Das ist der Sohn vom Stefan Reuter. Der Sohn, der hat seinen Sohn nach sich selbst benannt. Das finde ich auch immer ein bisschen ja. komisch. Der jetzt in Heimstetten spielt, in der Regionalliga Bayern, glaube ich. Egal. Nee, es ist der Sebastian Kehl. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Vielleicht war das eine Fangfrage von dir, um einfach zu testen. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich dachte wirklich, Sebastian Kehl wäre auch aus dem Havelse-Sumpf. Aber ich meine vielleicht einen anderen Spieler. Da gab es ja einige, die damals in Freiburg auch gelandet sind. Für mich ist Hannover 96 Sigi Reich. Ende der 80er, da geht's bei mir los. Das ist so der erste. Und Dieter Schatzschneider natürlich auch noch. Klar, als er noch Dieter Schatzschneider, klar. Ist auch heute immer noch im Stadion. Der hängt ja die ganze Zeit in der Loge ab von Martin Kind. An Dieter Schatzschneider, glaube ich, erinnert sich mein Vater ein bisschen besser als ich. Ich habe den ja wirklich nur als, dass ich weiß, dass das Dieter Schatzschneider ist und welche Rolle er bei 96 gespielt hat. Aber mein Vater, der ist damals schon im Stadion gewesen. Und der könnte jetzt einen guten Teil dazu beitragen. Bist du 96-Fan? Darfst du das sagen? Privat, ja. Das habe ich. Also es ist halt so, vielleicht sollte ich vorweg einmal sagen, ich bin schon in der Lage, das gut zu trennen, wenn es ums Berufliche geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall. Ich mache auch das ein oder andere 96-Spiel und das gehört dazu. Ich finde, wenn man das nicht kann, dann sollte man das nicht machen. Dann sollte man sich da ganz rausnehmen. Das wäre auch echt scheiße. Aber klar, also mein Gott, jeder hat seinen Verein, den man mal so mitkriegt. Da kann man sich ja auch nicht von trennen. Ne? Also mein Verein ist jetzt auch nicht der allertollste Verein. Der hat Ecken und Kanten. Und die meiste Zeit tut er eigentlich weh. Und schön ist irgendwie auch nicht. Aber man kommt da auch nicht von weg. Also es ist jetzt, also was habe ich gesagt? Mit 9 Jahren habe ich angefangen. Seit 1996 passenderweise.
bin ich 96-Fan. Das erste Spiel, was ich gesehen habe, weiß ich auch noch ganz genau. Das war ein Spiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching, das 96, glaube ich, 1-3 verloren hat zu Hause. Und kurz danach sind sie abgestiegen in die dritte Liga, damals noch die Regionalliga Nord, zum ersten Mal und zur 100-jährigen Geschichte des Vereins. Ralf, was war deine erste Fußballerinnerung nochmal oder wie bist du zum Fußball gekommen damals? Das war noch zu Ostzeiten. Halle also, war das, ne? Halle, genau, Hallescher FC. Gegen? Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Okay. Und was ist hängen geblieben von damals? Viele Nazis. Zu Ostzeiten schon. Ja, ja. Also das Problem zog sich ja durch den Osten von Mannschaft zu Mannschaft. Das war ja jetzt nichts Spezielles vom Hallischen FC, sondern generell in den Stadien im Osten gab es Sachen, die es offiziell gar nicht gab. Und das hat mich da schon, ich muss sagen, ich war relativ klein, ich bin auch mit meinem Vater ab und zu mal gegangen, hat mich da schon aufgewühlt, sowas zu sehen. Ansonsten, naja, es war ja nie voll. Es war preiswert, aber es war nie voll. Also nicht vergleichbar mit der heutigen Situation. Und ich wollte die Brücke schlagen, jetzt noch meinen, wie ich zum Fußball gekommen bin. Mein erstes Fußballerlebnis war WM 86. Und Mexiko. Mexiko, genau. Mhm. Erstes Spiel gegen Uruguay, 1-1. Matthäus wie in der 15. Minute mit einem ganz fatalen Rückpass in den Rücken der eigenen Abwehr von der Mittellinie aus. Und ich glaube, Alzamendi von Uruguay hat dann Schumacher umspielt, das Ding an die Unterlatte geschossen und dann prallte der Ball deutlich hinter die Linie, hinter das Tor, also ins Tor. Und in der, glaube ich, 85. Minute hat dann Klaus Allos nach einer wirklich dramatischen Schlacht dann noch das 1-1 geschossen. Und das war so mein Aha-Erlebnis. Wie war es denn bei dir, Steffi? Aha-Erlebnis, definier nochmal Aha-Erlebnis. Also, genau. Also sozusagen der Punkt, wo du dich in Fußball verliebt hast. Ja, das war dann tatsächlich irgendwo da so ein fließender Übergang. Also ich weiß noch, dieses erste Spiel, von dem ich gerade erzählt habe, gegen Unterhaching, da war das mehr so, ich glaube, da habe ich meinen Vater und meinen Onkel, der war auch dabei, eher so ein bisschen zur Weißglut getrieben, weil ich da saß und Witze erzählt habe die ganze Zeit, wie das so ist manchmal. 9 Jahre alt, zum ersten Mal ins Fußballstadion gekommen. Erinnere mich aber auch noch sehr gut daran, wie ich damals das Stadion zum ersten Mal betreten hatte und in dem Moment dachte, mein Gott, ist das riesig hier. Wenn ich jetzt einen Schritt zu weit nach vorne gehe, dann kugel ich einfach runter. Also das werde ich nie vergessen, dieses leicht überwältigende. Das habe ich tatsächlich bis heute und das genieße ich auch bis heute, wenn man im Niedersachsenstadion die Treppe hinten hochkommt. Wir sitzen auf der Westtribüne mit Schlag Richtung Nordseite. Wenn man die Treppe hochkommt und dann taucht das Stadion vor einem auf und du stehst oben und du siehst es und du atmest einmal ein und hast wieder dieses Gefühl vor Augen. Früher fand ich, roch es mehr nach Bratwurst und Zigarren. Zigarillos, nicht Zigarren, Zigarillos, glaube ich, waren es. So dieser Duft, das war so ein ganz seltsamer Duft, der da in der Luft lag, den hast du jetzt heute nicht mehr. Genau, aber so war das. Und so in diesem Übergang, 96 stieg dann ab, war in der Regionalliga Nord und mein Vater fuhr dann immer ins Stadion und brachte irgendwann auch einen Schal nach Hause. Und ich weiß noch, er kam irgendwann mal abends von einem Spiel zurück und erzählte mir auch immer, der hat mich auch immer vollgetextet die ganze Zeit mit diesen ganzen Spielen und Spielern und Namen. Und dann kam er nach Hause und sagte, so, 96 hat wieder gewonnen. Und rate mal, wer die Tore gemacht hat. Ne? Und ich weiß noch wie heute, dass ich dann einfach die ersten zwei Namen, die er immer wieder wiederholt hat, genannt habe. Ja, Krešo Kovačić. Und er sagt, und wer noch? Und ich sage, und Vladan Milovanovic. Ja, genau so. Aber es war halt weniger, als dass ich es wusste, weil er es einfach immer und immer wieder wiederholt hat. Dass es dann irgendwann so ganz ganz klar und ganz präsent im Kopf war und genau, das war so die Anfangsphase. Also ich sehe, du hast keine Probleme mit diesen ganzen jugoslawischen Namen. Wenn ich meine Frau bitte, wie der Sportmanager da von Bayern München heißt, dann, sie kommt auch aus Hannover, hatte ich ja schon mal im Vorgespräch gesagt und sie hat da immer riesige Probleme, Salihamidzic irgendwas und dann sage ich, nein, Salihamidzic. Und ich meine, das ist ja die Vorqualifikation, um auch im Sport Kommentator oder Kommentatorin zu sein. Aber was genau an dem Spiel hat dich fasziniert? Also außer, dass dein Vater darüber geredet hat und es dann natürlich diese Komponente gibt, dass man zum Vater aufschaut und der ist begeistert, man ist mitbegeistert, aber am Spiel selber? Das ist eine sehr gute Frage. Was war das damals? Es hat sich ja so im Laufe der Zeit einfach gewandelt. Irgendwann hat man angefangen, das Spiel anders zu betrachten. Gerade so jetzt in den letzten Jahren. Ich glaube, damals war es mehr so dieses, man ist ins Stadion gegangen und hatte etwas,
so ein Stück purer Freude für sich selbst. Etwas, worin man total aufgehen konnte. Etwas, wo immer, wo Emotionen waren. Etwas, wo alle hinter einer Sache standen. Keiner geurteilt hat über jemanden, dann muss man dazu sagen, 96 damals zu der Zeit war natürlich auch super erfolgreich in der Regionalliga Nord. Also ich kenne noch einige Leute aus dieser Zeit, die alle damals Fans geworden sind. Das war verrückt. Also 96 hatte alles in Grund und Boden gebügelt zu der Zeit. Ich glaube, es war so eine Mischung aus dem Ganzen. Ich konnte mich damit identifizieren und ich habe mich immer auf dieses Gefühl gefreut im Stadion, auf diesen Ablauf auch. Ich weiß noch, also allein so diese Kleinigkeiten, du kommst ins Stadion, du hörst die Musik vorher, du hörst die Aufstellung, die Tormusik, ja. Damals war das Centerfold. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Ich könnte jetzt singen, aber ich glaube, dass es dann für einige ein traumatisches Erlebnis wäre. Also Centerfold. Könnte auch die Klickzahl nach oben bringen. Also. Wir könnten es ausprobieren, aber vielleicht sollten wir das lieber nicht tun. Machen wir es in der Folge. Genau, also Centerfold war damals die Tormusik und all diese Kleinigkeiten, ja, es war wie so ein Mosaik, weißt du? So kleine Steinchen, die dieses Gesamtbild ergeben haben. Und das gipfelte darin. Die Geschichte habe ich, glaube ich, auch schon anderswo oft erzählt, aber sie ist so schön, ich kann sie immer wieder erzählen. Das für mich bis heute tollste Spiel, größte Spiel, das ich gesehen habe, leider nicht im Stadion, muss man dazu sagen. Das Aufstiegsspiel in die zweite Liga, Relegation. Hannover 96 gegen Tennis Borussia Berlin. Hinspiel 0-2 verloren im Mommsenstadion. Doof, 96 war in dem Jahr zuvor schon gescheitert gegen Energie Cottbus, als man in Cottbus damals das Flutlicht im Rückspiel ausgemacht hat. Mit voller Absicht, wie ich immer noch fest überzeugt bin und von dem einen oder anderen auch schon gehört habe. Genau, und dann war das halt so, 96 hatte dieses Hinspiel gegen TB verloren, dann kam das Rückspiel, 54.000 Zuschauer im Niedersachsenstadion, alle völlig verrückt. Gerald Asamoah hat nach wenigen Minuten das 1-0 per Kopf erzielt. Und dann plätscherte es immer weiter und alle waren nervös. Und Vladan Milovanovic, eben jener Vladan Milovanovic, zu der Zeit mein absoluter Lieblingsspieler, er wurde dann eingewechselt irgendwann. Er wurde mit Milovanovic-Rufen gefordert von Reinhold Fanz. Ja, waren adressiert an Reinhold Fanz, den Trainer. Dann kam er und hat dann ein Tor erzielt in der 84. Minute, was er so, glaube ich, auch nur einmal in seinem Leben erzielt hatte. Balleroberung im Mittelfeld. Jens Rasiewski, der ja später auch Trainer war beim VfL Bochum, Tackling. Ball rausgespielt auf die rechte Seite, nochmal abgelegt. Flanke in die Mitte, Carsten Linke, Kopfball, zurückgelegt in die Mitte. Und dann Vladan Milovanovic mit einem Fallrückzieher ins Tor. Und Goran Čoko konnte den nicht halten. Und das Krasse war, dass TB, glaube ich, in der ganzen Saison nur 8 Gegentore kassiert hatte. Und das war wirklich so ein Moment. Und da bin ich auch zu Hause über den Teppich gerutscht mit den Knien, die danach sehr wehtaten. Meine Mutter kam runter und meinte, jetzt reicht's aber mal. Was ist denn jetzt hier? Jetzt ist doch mal, ich sage ganz ehrlich, nee. So. Ja, und dann ging das Ding bis ins Elfmeterschießen später. Und im Elfmeterschießen hat Jörg Sievers 2 Elfmeter gehalten. Einen hat TB verschossen. Und dann ist 96 aufgestiegen in die zweite Liga. Und das war so, an diesem Tag, auch wenn ich nicht im Stadion war, aber erinnere ich mich so gerne zurück. Da ist so viel Liebe noch dahinter. Ich habe das Gefühl, auch da ist vielleicht heute gar nicht mehr so viel von übrig geblieben, ja, wie sich der Fußball auch so verändert hat von der Sichtweise. Aber das damals, das ist so wie in einen Bilderrahmen gepresst. Das ist einfach da und man kann diese Erinnerung immer abrufen. Und also da erinnere ich mich auch immer gern dran zurück, ja. Ich finde das schon jetzt sehr faszinierend, dir zuzuhören. Ich könnte dir auch jetzt, so was du jetzt alles an Fakten aus diesen paar Spielen raushaust, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass du auch noch die Aufstellung von Tennis Borussia drauf hast. Naja, nur so ein paar Spieler, die ich noch im Hinterkopf habe tatsächlich. Die taten mir auch echt ein bisschen leid, muss man sagen. Die hatten damals eine richtig gute Truppe. Die hatten ja auch große Pläne. Das ging ja dann weiter. Die sind ja dann tatsächlich noch aufgestiegen in die zweite Liga. Weil so wild das Ganze geplant war, durften die tatsächlich noch mal in eine zweite Relegationsrunde mit den, ich glaube, es waren die Zweitplatzierten aus anderen Regionalligen irgendwie so
zu dritt nochmal rein. Und dann sind die aufgestiegen und das war dann die Geschichte, wie dann später Winfried Schäfer da übernommen hat. Göttinger genau. Gruppe und dann wurde alles gegen die Wand gefahren und so. Das Ding war das damals, genau. Ja. Mit Sergei Kirjakov und Es ist, wo Winnie Schäfer, glaube ich, irgendwann gesagt hat, das habe ich mal, irgendwer hat mir das erzählt. Ich glaube, das war der, ja, ich glaube, das war an dieser Stelle schöne Grüße, falls er es hören sollte. Dennis Rothers von Tennis Borussia. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, auch ein großer TB-Fan, der ein großartiges Wissen hat. Und der hat, glaube ich, mal erzählt, dass Winnie Schäfer ja auch damals, der konnte ja die Namen auch teilweise überhaupt nicht. Der kam da in die Kabine und wusste überhaupt nicht, wer da wer ist. Hey, du. Also das ist halt, muss wohl sehr wild zugegangen sein zu der Zeit. Du stürmst, du gehst ins Tor und du verteidigst. Genau. Du mit den roten Haaren, du warst doch letzte Woche. Du siehst aus, als wenn du das vorne ganz gut machen könntest. Ja. Do it. Du hast die ganzen Namen jetzt so aus dem FF gebracht. Wenn man sich auf ein Spiel vorbereitet, sorry, ich muss ab und zu mal. Ja, reich schon mal vor. Ich muss immer ein bisschen okay. vorpreschen. Danke, Ralf. Ruf mich in einer Stunde nochmal ja, rein, dann kann hat ich mal. Das bestimmt alles schon erledigt. Wenn ich bei uns im Stadion, also bei Union, sehe, wie sich Christian Arbeit dann immer vorne im Stadion hinstellt und die Namen runterbetet, ohne sich zu versprechen, übt man das vorher? Lässt du dir vorher sagen, wie die Namen ausgesprochen werden? Bei manchem frage ich mich, wie kommt er jetzt auf diese Aussprache? Also diese Buchstaben bilden für mich ein ganz anderes Wort. Übt man das vorher? Ich glaube, dass es, um mal für Christian Arbeit zu sprechen, ich glaube, dass es auch gang und gäbe bei den Stadionsprechern und Stadionsprecherinnen, die liebe Christina Rann hat ja jetzt angefangen beim HSV, was ich sehr toll finde, dass man schon dann auch zu den gegnerischen Teams geht und da sich austauscht und nochmal nachfragt, wie die denn alle ausgesprochen werden, wenn man es nicht genau weiß. Sollte man auch immer machen. Also ich mache das auch. Wir haben eine ARD-Aussprache-Datenbank, in der man nachgucken kann. Da sind aber auch nicht alle Namen drin. Also es hilft dann immer mal, die Pressesprecher, / Sprecherinnen zu kontaktieren, nachzufragen. Das habe ich ganz krass auch erlebt jetzt bei der Frauen-WM letztes Jahr. Also da war es dann wirklich so, ich arbeite immer mit so kleinen Kärtchen, die ich auf ein Metallboard draufpinne mit kleinen Magneten, um die taktische auch verschieben zu können, wenn sich im Spiel was ändert. Und da stand dann tatsächlich in Lautschrift der Name daneben. Also ich glaube, ich hatte Schweden gegen Thailand. Und da gehst du dann zu Journalisten und sagst, so, das ist jetzt hier die Liste komplett. Und jetzt gehen wir Namen für Namen durch und lässt dir die diktieren. Ich habe mir die ins Handy diktieren lassen, um dann anschließend wirklich die genaue Aussprache zu haben und so nah wie möglich dran zu kommen. Weil ich finde, das ist man auch den Spielerinnen oder Spielern schuldig. Und trotzdem kann es passieren, dass man mal auf den falschen Pfad kommt. Also ich hatte das jetzt beim DFB-Pokal-Finale der Frauen zum Beispiel. Es gibt eine Spielerin beim VfL Wolfsburg, die den VfL jetzt verlassen hat, Portugiesin. Und da haben sich alle echauffiert und gesagt, was soll das denn? Die heißt doch Claudia Neto. Und wir waren aber damals 2017 bei der Frauen-EM und wir hatten zweimal das portugiesische Team. Und wir haben mit denen vor Ort geredet und die haben halt gesagt, sie wird Neto ausgesprochen. Und das hat sich für viele eher so wie Netto angehört. Und die sind dann alle auf mich losgegangen in den sozialen Medien und ich habe gedacht, das tut mir auch voll leid. Vielleicht ist es auch so, vielleicht haben die es uns einfach falsch gesagt, aber ich habe mich nur daran gehalten, was mir damals quasi gesagt wurde von den Portugiesen selber. Ja. Aber portugiesische Aussprache ist ja wirklich echt ein Albtraum. Also João, sagen wir hier João Pinto oder so, und dann ist es João. Ja, also es klingt ja, so genau. Ganz anders. Also da kann, also im Zweifel hast du da eher, wenn du dich vorher an die Portugiesen da geheftet hast, hast du da im Zweifel eher recht. Also außerdem, ja. Die Leute, ich finde es auch immer geil, die Leute, die in den sozialen Medien sich dann so ausrotzen, macht doch selber mal ein Spiel, ja, und sprecht mal, keine Ahnung, eine französische Fußballmannschaft richtig aus. Oder so auch so kleine Fallen wie der AS Monaco. Aber nein, das ist die AS Monaco. Oder früher gab es so eine Krombacher Werbung, Champions League. FC Bayern München gegen Olympique Lyon. Und dann dreht sich einem alles, wenn man genau weiß, das ist nicht Olympique, sondern es ist Olympique. Also, ist es der FC Porto oder der FC versandkostenfrei? Wow. Oh. Nicht schlecht. Oh. Entschuldigung. Nein. Nee, der ist gut. Willkommen im Club. Du kommst in die. So, jetzt fühle ich mich heimisch. Jetzt bin ich bin auf Betriebstemperatur. Jetzt ist es gut. Weißt du noch, wie wir sie vorhin abgeholt haben, ja? Ja. War ich so müde, ne? Und jetzt bin ich aufgetaucht. FC versandkostenfrei ist super. Toll.
Ja, das war, glaube ich, das war tatsächlich, ich weiß nicht, ob Sat1 oder RTL, so die typische Frage in der Pause, wenn man was zu gewinnen, wenn es was zu gewinnen gab. Oh, fuck, ja. Hm. Ja. Hm. Ich frage mich dann, wie viele Leute rufen tatsächlich bei dieser Antwort dann an? Das habe ich mich auch immer gefragt. Es gab nie eine Auflösung, aber es hätte mich wirklich interessiert. Ja. Ob sich jemand gedacht hat, der FC Versand kostenfrei ist, hört sich so toll an. Es ist eine Mannschaft, die nicht viel erwartet, aber trotzdem viel gibt. Und die wähle ich jetzt einfach mal. Schön. So. Also, wie wir ja gerade schon gemerkt haben, du kannst ziemlich gut mit deiner Stimme umgehen. Und mich würde mal, das ist so eine Standardfrage bei Plattsport, wenn ich ein Interview mache, über Eigenschaften von Leuten, die wir hier besprechen und mit denen wir sprechen. Wann hast du gemerkt, dass du mit deiner Stimme besser umgehen kannst als andere in deinem Alter oder in deinem Freundeskreis? Das ist auch eine witzige Frage. Ich glaube, dass ich immer schon sehr extrovertiert war. Also, dass ich immer schon diejenige war, die auf so Geburtstagsfeiern auf einmal alle unterhalten hat, weil ich irgendwie angefangen habe, irgendwelche Witze zu erzählen. Und das muss schon irgendwo tief drin gewesen sein. Das mit der Stimme an sich, das kam dann tatsächlich erst, als das losging mit dem ersten Praktikum. Das war 2008. Damals in Hannover bei Hitradio Antenne Niedersachsen. Und das ist dann, wenn man Praktikant ist oder Praktikantin. Und leider Gottes habe ich diese Aufnahme nicht mehr, sonst hätte ich sie euch vorgespielt und wir hätten alle lange gelacht und zwar bis morgens früh. Muss man üben. Ne? Man fängt da an und denkt sich, ich möchte das auch mal gerne im Radio sprechen. Und dann geht man nach unten in die Box und nimmt das auf und dann hört man sich das an und denkt, oh Gott. Was ist das denn? Und dann fängt man wieder an und wieder also und wieder. Und Text, irgendwie tut sich auch einfach nichts 3 Wochen lang. Was war der Text, den du aufsagen musstest? Ich erinnere mich noch sehr gut an den Text, zumindest an Fragmente daraus. Es ging um Chris Herberger von den Hannover Scorpions, der sich das Syndesmoseband gerissen hat. Oh fuck, das ist ja schon sehr. Das ist eine böse Verletzung und deswegen wusste ich auch, wer das war. Also ich habe dann wirklich ein paar Wochen später durch Zufall, weil wir waren damals Medienpartner bei den Scorpions und dann bin ich da mal mit hingegangen, weil mein Chef war damals da Hallensprecher und irgendwann habe ich einen Eishockeyspieler getroffen, er stand im Aufzug neben mir. Und er stand auf Krücken und ich sagte, Entschuldigung, sind Sie Chris Herberger? Und er so, ja. Und ich habe innerlich nur gedacht, naja, das weiß ich ja jetzt, weil das hat sich ja das Syndesmoseband gerissen. Deswegen ist er ja hier mit, ne, so. Und ich glaube dann irgendwann, als der Groschen dann fiel und es dann besser wurde, wenn du dann merkst, du kannst tatsächlich mit der Stimme so ein bisschen variieren, du kannst hier was machen, da was machen. Dann merkst du, das ist was Tolles, du kannst damit auch arbeiten. Aber das dauert halt sehr lang. Und es ist ein ständiger Lernprozess. Also es ist bis heute so, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich in Beiträge reinhöre von vor 2 Jahren, dass ich immer noch denke, mein Gott, wie hört sich das denn an? Furchtbar, heute viel besser. Aber es ist etwas, du musst immer wieder reinhören und dich immer wieder hinterfragen, gucken, wie kannst du es anders machen, wo kannst du dran schrauben, genau. Hattest du auch diese Erfahrung, wo du als Kind das erste Mal so auf Kassetten gesprochen hast, das dann abzuspielen und von deiner eigenen Stimme erschreckt zu sein? Boah, du hast ja geile Fragen vorbereitet. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte, glaube ich, auch so ein mobiles Gerät. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da jemals irgendwas. Also ich habe mit Freundinnen früher, so als ich so 15, 16 war, da waren wir echt so immer unterwegs und haben ständig gesungen und haben dann da irgendwelche Lieder rein posaunt ins Aufnahmegerät. Das weiß ich noch, aber das war ja kein Sprechen, das war dann eher ein Singen. Nee, weiß ich nicht. Habt ihr da irgendwelche Erinnerungen in die Richtung? Also ich schon mit einem Kassettenrekorder bei meinem Opa im Wohnzimmer sitzend und dann habe ich da einfach so Geschichten drauf erzählt, irgendwie bla 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 oder habe irgendwelche Geräusche gemacht und dann habe ich geredet und dann habe ich es mir angehört und dachte, die Stimme klingt ganz anders als die Stimme in meinem Kopf, die ich von mir höre. Und irgendwann habe ich akzeptiert, dass es da einen Unterschied gibt, weil der Kopf ja nochmal ganz anders schwingt, wenn man spricht, als das, was man raushaut, dass die Klangwellen aus dem Mund heraus nochmal anders klingen. Und damit erstmal klarzukommen, hat ein bisschen gedauert damals. Also es hat mir nicht so sehr gefallen, wie ich gesprochen habe. Ich glaube, ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst, ne? Wie seltsam man das findet im ersten Moment, wenn man sich selber hört, oder? Auch, ja. Ja, das war mit Sicherheit so. Ich kann mich daran nicht mehr zurückerinnern. Ich merke es aber und stelle es immer wieder fest bei unseren Praktikanten und Praktikantinnen.
Weil die nehmen wir natürlich immer in die Hand und wollen gucken, dass sie so viel wie möglich mitnehmen und zwingen die dann auch immer irgendwie einen Radiobeitrag einzusprechen. Und die schämen sich dann immer zu Tode, weil die immer sagen, oh Gott, wie hört sich das denn an? Sag ich, ist doch nicht schlimm, ist doch völlig egal. Mach erstmal und wichtig ist, dass du ein Gefühl dafür kriegst und so. Und für die ist das dann, da erlebe ich das dann immer wieder. Ich kann mich gar nicht mehr an den Moment erinnern, weil er tatsächlich so weit in der Vergangenheit schon liegt. Nee. Aber denkst du, man braucht eine, denkst du, man braucht da auch eine gewisse Selbstbewusstsein mit seiner Stimme auch nach draußen zu treten, in Mikrofon zu sprechen und zu wissen, da hören einen jetzt Leute zu? Ich glaube schon. Es ist ja nicht nur das, ne? Also ich habe ja angefangen beim Privatradio, wie viele andere auch. Und wir alle wissen, wie es ist, eine Umfrage auf der Straße zu machen. Das ist ja so eine beliebte Praktikantenaufgabe. Wenn du rausgehst und du musst Leute ansprechen und du musst dann ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringen. Du musst wissen, wie du dahin kommst, dass du tatsächlich Leute dazu bringst, dass sie mit dir sprechen. Erinnert euch an euch selber, wenn ihr vielleicht in der Fußgängerzone irgendwo unterwegs seid und da kommt jemand mit dem Mikrofon. Wie schnell ist man denn dabei, dass man ganz schnell einfach mal einen anderen Weg nimmt, irgendwo hier verschwindet oder da verschwindet, weil man bleibt ja nicht einfach so stehen. Ich bin eine Rampensau. Ich stand ja, du würdest einfach stehen. Ja, komm, dann könnt, das nächste Mal, dann sag doch einfach, wo du bist. Dann ja, komme ich einfach immer vorbei, wenn ich meine Umfrage mache. Ich schicke dir meinen Standort, dann kannst du jetzt immer. Kannst du machen, komme ich vorbei und dann genau alle schicke ich zu dir, zu allen möglichen Themen. Die verrückteste Geschichte dazu war dieses Jahr, sorry, jetzt hat nichts mit Fußball zu tun. Ich war jetzt im Frühjahr mit meiner Frau vorm Brandenburger Tor, weil wir wollten mal die leeren Straßen Berlins fotografieren, weil klar ist, so leer werden die Straßen vielleicht nie wieder sein. Dann standen wir vor dem Brandenburger Tor, auf einmal kommt so ein Kamerateam auf mich zu. Wo kamen die her? Aus Aserbaidschan kamen die. Und dann haben die gefragt, so mit gebrochenem Deutsch, ne? Ja, würden Sie kurz mit uns über Corona reden? Und ich so, na klar, macht man, ne? Und dann hatte ich auch dieses Mikrofon von dem Sender, ich habe später rausbekommen, die sind sehr linientreu zu dem Präsidenten da oder so, aber egal, ich habe halt gesagt, ja, so läuft's hier und so ist mein Leben, tschüss, und dann gehe ich weg und dann kommt so ein alter so AfD-Rentner auf mich zu und sagt so, mit denen haben sie geredet. Oh Gott. Ja. Und ich denke so schön klischeehaft. Du, ne? Ich habe hier Meinungsfreiheit und du willst denen die Meinungsfreiheit oder auch mir jetzt die Meinungsfreiheit nehmen, die du für dich selber in Anspruch nimmst und sagst, die anderen haben keine Meinungsfreiheit. Und das, naja, aber gut, das war eine kleine Fußnote. Ja, Rampensau, sag ich nur. Wie ist es mit dir? Also, ja. nur mal so zum Thema Umfragen. Du hast über Corona gesprochen. Ich habe letztens einer Kollegin, mit der ich auf dem Weg zur Union war, die Geschichte erzählt, wie ich meine allererste Umfrage machen durfte. Mit meiner lieben Kollegin Maike damals zum Thema Smurten. Was? Ich sehe Fragezeichen in euren Gesichtern. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, was ist das, dieses verrückte Smurten? Das war damals 2008. Nee, nicht ganz. Smurten war damals ein neues In-Wort, eine Mischung aus Smoken und Flirten. Das war ja die Zeit, wo damals verboten wurde, in Bars zu rauchen. Und das war dann so, ja, man trifft sich draußen und wenn man dann raucht, dann, ja, dann kommt man ins Gespräch, dann flirtet man miteinander. Und dann wurden wir mit dem Auftrag rausgeschickt, jetzt geht mal raus und holt mir dazu mal eine Umfrage. Und wir waren wirklich so grün hinter den Ohren. Wir sind rausgegangen. Wir haben die Umfrage ungefähr so geführt. Hallo, wir haben da mal eine Frage. Wissen Sie, was Smurten ist? Nee, noch nie gehört. Ja, also das ist eine Mischung aus Smoken und Flirten. Dann haben wir noch die Erklärung hinterher geliefert, was das ist, anstatt das zu fragen. Und dann haben die Leute gesagt, ach so, okay, cool. Und wie finden Sie das? Ja, klingt cool. Und dann kamen wir wieder zurück. Und der Kollege hat sich das angehört und sagt, ja, danke. Ich gehe jetzt noch mal raus. Ich mache die Umfrage jetzt noch mal, ne? So, dass ich auch was nutzen kann davon. Also, ne? Es geht immer schlimmer, will ich damit sagen. Definitiv. Wir haben ja nun auch viele vielleicht Hörer unter uns, die in einer Sinnkrise sind, überlegen, wie sie ihr neues Leben vielleicht jetzt anders gestalten können. Nach dem Smurten meinst du? Nein, nein. Ich dachte aber auch gerade eine Flup. Aber kann man vielleicht auch Flup und geschlossene Kneipe. Ja, aber vielleicht auch das. Smurten, endlich ergibt alles einen Sinn. Alles hat irgendwie ein Ende und einen Sinn, klar. Kann man so einen Moderatorenjob, wie du ihn machst, kann man das lernen oder braucht man schon ein gewisses Talent dafür? Puh, ich glaube, man braucht die Entschlossenheit, dass man das gerne machen möchte. Dann gibt es vielleicht auch nochmal die Unterscheidung, weil du gerade gesagt hast, Moderatorenjob ist ja immer so, vor der Kamera ist das eine, hinter der Kamera ist ja nochmal das andere. Ja, ich meine natürlich den Kommentatorenjob.
Kommentatorenjob, ne? Okay, okay. Ich glaube, es gibt schon einige Leute, die das gerne machen würden, die sich vielleicht, genauso wie ich mich damals gefragt habe, fragen, okay, wie komme ich da hin? Ja? Wie ist denn der Weg dahin? Aber klar, du brauchst schon so eine gewisse Voraussetzung, dass du sagst, okay, also egal wie viel Angst ich habe, und ich habe auch vor den ersten Spielen wirklich schlecht bis gar nicht geschlafen, das ging echt lange, da einfach drüber zu stehen und irgendwann zu sagen, okay, komm, du packst das, das wird, mach dich nicht verrückt. Irgendwann wird es besser. So, irgendwann wandelt es sich übrigens. Das Adrenalin bleibt ja immer noch und diese Anspannung bleibt auch, aber irgendwann kommt halt der Faktor Spaß dazu. Also wirklich unbändiger Spaß, und dann wird es besser. Aber man muss sich all dieser Dinge bewusst sein im Kopf. Wenn wird man jetzt für so einen Job gecastet, oder sag mal, geht man hin und sagt, ich möchte das jetzt machen, man macht Probeaufnahmen und dann wird man irgendwann mal dazu eingeladen, oder kommt jemand aktiv auf dich zu und sagt, du hast eine coole Stimme, hättest du Lust, mal irgendwas zu sprechen, hättest du Lust, sowas zu machen? Also in meinem Fall war das tatsächlich so, dass ich über ein Casting dazu gekommen bin. Es war aber, glaube ich, Zufall. Damals hat die ARD eine Fußballkommentatorin gesucht für die Frauenfußball-WM in Kanada 2015. Und der RBB war von den Landesrundfunkanstalten der einzige Sender, die einzige Landesrundfunkanstalt, die ein Casting veranstaltet hat, auch extern, nicht nur intern. Und ich habe diese Anfrage oder diesen Hinweis über eine Freundin bekommen, einen Tag bevor die Frist ausgelaufen ist. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, komm, probier's es einfach mal. Ich war damals, hatte ich mein Volontariat fast abgeschlossen. Ich war in Bremen zu der Zeit. Bin auch übernommen worden damals als junge Redakteurin in der Morningshow. Aber ich dachte, komm, das ist ja das, was du immer machen wolltest. Probier's es einfach mal. Guck's mal, wie weit du kommst. Ja, und dann ging das über 3 Runden tatsächlich. Die letzten 2 Runden waren dann auch im Stadion tatsächlich 2 Spiele. Cottbus, damals noch 3. Liga. 1 gegen Rostock, 1 gegen Osnabrück. Also interessante Partien. Also Halli Safran wäre bei einem Verein gern dabei gewesen, ne? Oder war er ja auch, ne? In Cottbus hat er nicht gespielt. Nee, Cottbus nicht, aber auch, Dings hier, Rostock und Osnabrück, ist doch sein Ding. Das Schöne ist, wir wissen ja genau, du kennst auch Halli Safran. Halli Safran sagt mir grob was, aber ich müsste jetzt müsste ich eigentlich in der Zeit, wo ihr beide diskutiert habt, hätte ich eigentlich mal hier so ein bisschen Transfermarkt raushauen müssen und mal ein bisschen nachgucken müssen, aber so schnell war ich leider nicht. Außerdem hätte man das Klicken gehört, hätte ich mich gleich verraten. Das ist nicht schlimm, aber so viel sei gespoilert, Halli Safran, ehemals Kapitän in Osnabrück, ehemals Kapitän bei Dynamo Dresden, ehemals Kapitän, glaube ich, bei Union nicht, aber er war in Rostock. Da war er, glaube ich, auch Kapitän. Und er war dein Nachbar. Genau. Oh. Mikrofon. Ja. Wir hatten da mal eine Sendung zu. Genau. Ja, genau. Bei Hadi im Garten. Folge 12 oder so. Also vor ein paar Wochen. Stürmertalent Halli Safran. Ja. 2008. Aha. Tennis Borussia Berlin. Genau. Sieh an. Ja. Also alles dabei, was man so braucht. Genau, aber dein Sprechen im Fußball, das hast du ja trotzdem irgendwo adaptiert. Hast du irgendwelche Vorbilder, wo du gesagt hast, so wie die sprechen, das finde ich gut, und da schneide ich mir mal eine Scheibe oder zwei von ab? Ja, also man hört ja viel querbeet, wenn man Fußballspiele schaut oder auch im Radio zuhört, dann hört man Sachen und dann versucht man es erstmal auf eine bestimmte Art und Weise. Aber ich glaube, mit der Zeit ist es wichtig, dass man seinen eigenen Stil findet. Und es gab immer so ein paar Leute, die ich toll fand. Jetzt, also ich muss aber auch sagen, es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, boah, derjenige oder der, also ich will jetzt unbedingt sein wie diese Person. Das gab es nicht. Aber ich fand immer toll, wie bestimmte Leute gearbeitet haben. Also es war mein allererster Chef, Oliver Seidler, den ich bei Antenne kennengelernt habe und der bis heute bei Sky ist, da auch kommentiert. Das fand ich schon immer toll. Der hat immer eine angenehme Art, es zu machen. Und dann Andreas Witte, der jetzt gerade in Rente gegangen ist beim RBB, den ich auch dann wirklich erst ganz viele Jahre später ja kennenlernen durfte. Jetzt seine letzten Jahre beim RBB. Der auch immer, also man hat die Stimme ja immer nicht so richtig zuordnen können, weil man ja auch manchmal so durchgehört hat, so ein bisschen.
aber der einfach eine unfassbar tolle Art hatte, so ein Spiel auch zusammenzufassen und wiederzugeben. Auf dem Punkt zu sein, emotional zu sein, nicht zu viel, nicht zu wenig, immer den Zuschauer mitzunehmen auch, an der Hand mitzunehmen, wie so einen roten Faden durchs Spiel. Das fand ich immer ganz toll. Aber ich weiß gar nicht, ob ich darauf so geachtet habe. Ich fand es immer ganz toll, diesen Job. Ich habe immer gedacht, das ist was, das möchtest du auch gerne machen. Aber ich habe nie gedacht, ich wäre gerne so wie jemand. Aber ich weiß, dass das bei euch, glaube ich, anders gewesen ist, oder? Ihr hattet so Vorbilder. Also ich kann nur, ich weiß nicht, wie es bei Ralf ist und wie Hans, Oliver, wie heißt der? Der Typ aus der DDR. Der hat auch eine ganz markante Stimme gehabt. Ortlieb und Mensch, wie ist denn der? Der aus Fußballkommentator. Hans-Florian Oertel. Genau, der. Genau. Ich fand, der hat auch eine ganz markante Stimme gehabt. Der war auch später bei, war der nicht später auch bei Eurosport? Oder war das nochmal ein anderer? Das war, glaube ich, ein anderer. Okay, aber trotzdem, die Sprecher aus der DDR haben so einen bestimmten Sprechstil gehabt. Der war markant. Also, es ist Geschmackssache. Also, ich fand es immer sehr heimelig, denen zuzuhören. Auch eine gewisse Distanz immer auch zu dem, was da auf dem Platz passiert. Und eher beobachtend, beschreibend, aber nicht sich so emotional involvierend. So, und dann gab es aber auch andere, die ich toll fand, wie zum Beispiel Günther Peter Ploog. Erinnere ich mich, UEFA Cup Finale 1988, Bayer Leverkusen gegen Espanyol Barcelona. Hinspiel hatte Barcelona 3-0 gewonnen. Rückspiel, glaube ich, mit Tita und Falco Götz und Bumkun Cha und wer da alles noch gespielt hat. Die haben das Spiel dann noch 3-0 gedreht und dann gab es Elfmeterschießen und Günther Peter Ploog war so dabei, ohne dass man denkt, der hat noch ein Mitgliedsheft von Bayer Leverkusen in der Tasche. Also, oder auch beim Eishockey. Immer packend, die Stimme erheben, wenn es dann gerade wirklich passt. Ein ganz, ganz feiner Typ. Und einen anderen, den ich auch immer toll fand, wo ich auch inzwischen durch Gespräche weiß, dass er einfach auch Leute geformt hat, war Dieter Kürten. Im ZDF, der tatsächlich eine ganz feine Klinge hat, mit der er auch sprachlich Sachen ganz klar differenzieren konnte. Also jetzt hatte ich jetzt letztens mit Thomas Wach gesprochen, der hat mir das berichtet, Marcel Reif hat das erzählt, wie Dieter Kürten tatsächlich auch die Leute drauf geschult hat, bestimmte Worte zu benutzen. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Spieler am Boden liegt, dann kommt nicht jemand mit der Bahre, sondern mit einer Trage. Mhm. So eine Geschichten, weil sonst geht es dem tatsächlich nicht mehr so gut. Gab das sowas auch beim RBB? Weil jetzt die Frage ist sehr, sehr lang. Ja, ich weiß. Ja, ich hätte jetzt gerade, nachdem du diesen leichte Überleitung gemacht hast. Ganz kurze. wäre ich da auch nochmal drauf gekommen. Es gibt tatsächlich einen sehr lieben Kollegen von mir, der viele Jahre jetzt in der Bundesliga-Konferenz auch war und es auch ab und an noch macht, Nick Hillmann. Und der liebe Nick Hillmann ist ein wunderbarer, lieber Typ, der aber sehr viel Wert, ebenso wie Andreas Witter, auf die deutsche Sprache legt, was natürlich auch gut ist, aber der dann, wenn er mit uns Jüngeren sich hingesetzt hat und unsere Radioreportagen durchgehört hat, und dann hörst du dir das an und dann sagt er, was ist das? Was soll das sein, wenn du dann so Sachen beschreibst? Ich kann nicht mal ein Beispiel geben jetzt gerade, aber ja, so, das ist jetzt aber sehr bildlich gesprochen. Wo soll der denn damit hin? Und weißt du, so, und dann gewöhnst du dir Sachen an, die du einfach nicht mehr sagst. Also ich sag euch jetzt eine Sache und ihr werdet sehen, so, dass ich das so nie wieder beschreibe und dass ihr es bei mir nicht mehr hören werdet. Ich spreche nie von der Halbzeit. Also es ist bei mir nie die erste und die zweite Halbzeit. Das ist die erste und zweite Hälfte. Ja. Oder sind die ersten 45 Minuten. Oder Halbzeitpause. Das wurde mir so eingeimpft, dass ich immer sage, ja, das ihr Dankeschön, ich kann es gar nicht mehr machen. Bei mir geht sofort so eine Alarmlampe an, wenn ich nur den Gedanken dazu habe, das zu sagen. Und da gibt es noch einige Sachen mehr, die fallen mir dann immer ein in dem Moment, wenn ich sie sagen möchte. Dann denke ich immer, nein, 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 das darfst du nicht mehr. Und nee, das ist ganz schön. Finde ich aber toll, dass das so weitergegeben wird. Pausentee ist auch so ein Wort, Pausentee ist auch so ein Wort. Niemand sollte Tee trinken in der Halbzeit. Das ist so schlecht für den Körper. Ja. Pausentee. Aber was mich richtig, also über die aktuellen zu sprechen, die sich ja so mit Fake-Anglizismen dem Jungpublikum anbiedern, wenn ich dann so höre, ich nenne jetzt keine Sky-Kommentatoren-Namen, tendenziell so Nachfolger von Marcel Reif bei den Champions-League-Spielen, die dann gerne sagen, es sind noch 15 Minuten zu gehen. Da könnte ich irgendwas in den Fernseher werfen. Passiert mir aber auch ab und an. Ich glaube, das ist nicht mal, das ist falsch. Ich weiß, da sollte man so ein bisschen
sensibler werden oder sich selber sensibilisieren in dem Moment. Aber ich weiß. Es ist auch okay und es ist auch gut, dass du darauf hinweist. Ich glaube, das nehme ich jetzt in meine rote Alarmlampe, nehme ich das jetzt mit rauf. Juhu. Und dann genau, merke ich mir das mal. Ist jetzt auch nicht so, dass ich die deutsche Sprache permanent. Ist aber ist falsch, ja. Ist aber, ich glaube, das hat sich dann auch so, es gibt so manche Sachen, die an die gewöhnt man sich dann. Dann hört man die und dann übernimmt man die automatisch im Kopf und versucht dann schon immer, das nicht so wiederzugeben. Denn was auch immer eine interessante Frage ist, was ist eine Floskel und was ist keine? Ja, also ich habe das auch schon so oft gehört, so und ja, und sie arbeiten ja hier mit Floskeln und dann sind da aber manchmal so Sachen, die als Floskeln ausgelegt werden, wo ich mir denke, das ist für mich keine Floskel. Also es gibt Hardcore-Floskeln, aber es gibt Sachen, die sind völlig normal und die kann man in meinen Augen auch benutzen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So, es gibt Floskeln, die sind vertretbar. Nimm mal eine. Und es gibt Floskeln, die gehen gar nicht. Nimm mal eine. Ja, ich hab mich gerade schon geärgert, dass ich das angeschnitten habe, das Thema, weil ich schon währenddessen. Und ich bin, und das ist das Schlimme, und das ist genauso schlimm. Ich bin so multitasking unfähig. Das ist richtig schlimm. Ich weiß, manchmal frage ich mich auch, wie ich das hinkriege im Stadion, wenn ich da sitze und gleichzeitig irgendwas gucke und erzähle, dass ich da gerade ausreden kann. Aber wenn ich jetzt mit euch telefonieren würde und ich würde hier nebenbei noch lesen, dann würde ich auf einmal anfangen, ganz komisches Zeug zu erzählen, weil ich mich nur noch auf eine Sache konzentrieren kann. Das ist ganz furchtbar. Da habe ich auch eine schöne Geschichte letztens gehört, auch von Thomas Wagt, der EM 96 Viertelfinale Deutschland gegen Kroatien und irgendwie ist ganz klar, also in der Zeitlupe wird irgendwas gezeigt, dass da irgendwie, glaube ich, ein deutscher Spieler einen Foul begangen hat und Thomas Wagt hat in der Zeitlupe weggeguckt, ja, was es auflöst und er hat dann noch lange, lange behauptet, das war kein Foul, so, obwohl die Zeitlupe, die inzwischen gezeigt wurde, ganz klar belegt, es waren so, das hat ihn, glaube ich, auch das EM-Finale gekostet, damals. Bela Riedi hat es gemacht. Aber sowas, ja, manchmal passiert das, ne? Dass man dann so auf dem Schlauch steht und auch nicht so genau weiß. Und so, aber warte, ich habe jetzt einfach mal hier, ich habe gerade gegoogelt, weil es ist ja so schön, ich sitze am Rechner, da kann ich das parallel machen. Jetzt habe ich hier Sachen gefunden, die habe ich eigentlich noch nie gehört oder selten gehört. Der Rasen muss in der zweiten Halbzeit brennen. Da ist sie wieder, die Halbzeit. Heieiei. Da würde mein Kollege Nick Hillmann jetzt sagen, ja, aber wer soll denn da jetzt noch drüber laufen? Also wenn das Ding brennt, da kann sich da ja keiner mehr, kann sich ja keiner mehr bewegen. Aber wie will da brennen sich ja die Füße dann. Genau, und wie soll man sowas anzünden? Wie soll man sowas anzünden? Das kommt dann einer und nimmt dann wahrscheinlich so eine Haarspraydose mit einem Feuerzeug und sprüht den ganzen Rasen an, damit das Ding brennt dann. Wollen wir das in der zweiten Halbzeit. Interview Stefanie Batschik, der Rasen muss brennen. Ja. Super. Der Rasen muss brennen, ja. Genau. Nein, ist, aber Ralf. Aber was für einer, also Entschuldigung, ich bin hier auf so einer seltsamen Floskelseite. Was ist das? Nicht du sollst laufen, sondern der Ball. Ich glaube, ich gehe jetzt auch wieder weg. Was ist denn das? Das brennt sich eine beim nächsten Kommentar. Kannst du mir das bitte weiterleiten? Das kommt mir nicht schon los. Das ist richtig schlecht. Aber Ralf, ich habe gerade dich beobachtet. Ich wollte unbedingt jetzt nochmal den Fokus auf Ralf legen. Als du gesagt hast, Steffi, dass du nicht multitaskingfähig bist, da sah ich in Ralfs Mimik ein gewisses anerkennendes und zufriedenes Nicken. Natürlich. Ich glaube, du findest das äußerst sympathisch. Natürlich. Eine Genugtuung. Das ist doch normal. Wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, kann ich nie eine zweite machen. Ja, oder im Stadion kann ich das komischerweise. Das ist das Seltsame. Im Stadion ist es nicht das Problem. Aber im Alltag kann ich das nicht. Also da bilde ich dann auch wirklich krude Sätze, wenn ich irgendwas nebenbei mache. Ja. Und sage dann immer, Leute, jetzt ganz kurz, aber auch beim Telefonieren, ich muss euch jetzt mal zur Seite legen. Ich muss jetzt erstmal das hier zu Ende machen. Es geht einfach nicht. Ich kann da nicht gerade ausreden. Komm, jetzt nochmal zurück zum RBB. Kurze Frage zwischendurch. Kommentiert man im Rundfunk anders als, sage ich mal, jetzt bei der Sportschau? Ja. Hörfunk ist halt sehr nah dran und viel mehr beschreibend. Und du kannst natürlich auch nicht so viele Pausen machen. Also wenn du jetzt in der Sportschau diese Zusammenfassung machst oder auch bei einem 90-Minuten-Live-Spiel im Fernsehen kommentierst, dann sehen ja alle das Bild. Also du brauchst eigentlich keine großen Beschreibungen mehr. Es sei denn, du beschreibst jetzt vielleicht gerade eine Spielerin oder einen Spieler, dass du kurz den Hinweis gibst, wer das ist und gibst vielleicht einen kleinen, eine kleine Geschichte noch dazu. Das ist was anderes. Aber eigentlich geht es da ja mehr darum, zu analysieren und zu bewerten in dem Moment. Weil alles andere
sieht man ja, wenn man hinguckt. Im Radio ist ja das Schöne, da sieht man es nicht. Da brauchst du ja alles, was passiert und musst es beschreiben. Ich bin da immer beeindruckt. Ich bin ein großer Hörfunk-Fan. Also ich habe kein Sky-Abo, ich habe kein Datsun, wie das alles heißt. Nee, ich höre Konferenz. Und das lebt für mich. Das habe ich zu DDR-Zeiten schon. Da gab es auf die Oberliga, die kam immer samstags und sonntags. Das hat gelebt und das höre ich heute noch. Das hat irgendwas. Das hat, das kann man mit Fernsehen nicht rüber transportieren. Und Rundfunk hat was ganz Besonderes. Ne? Also die Konferenz ist für mich auch was ganz Besonderes. Ich erinnere mich auch daran, wie ich früher in meinem Kinderzimmer immer das Radio angeschmissen habe und immer gehört habe. Ich weiß auch noch, dass wir damals als Schalke die Meisterschaft verpasst hat und als Unterhaching. Was ist denn das jetzt für ein Gesichtsausdruck? Ich höre dir das zu. Ich muss ja vielleicht dazu sagen, alle, die es jetzt gerade nur hören, ihr seht uns ja nicht, wir sehen uns über FaceTime. Ne? Also deswegen weiß ich jetzt gerade, wie Martin guckt. Das ist nicht schön. Ist es S04 oder was ist los? Nee, ich habe dieses Spiel auch gesehen, also gehört im Radio. Ich hatte aber gleichzeitig 2001 den Videotext an, damals noch in meinem späten Kinderzimmer. Und es gab damals das erste Mal, die erste Saison, diese Live-Tabelle im Videotext. Oder war Videotext, der gute Videotext. Ja, habe ich heute noch als App. Hat das ein oder andere Leben gerettet. Habe ich auch heute noch auf der App, als App auf dem Handy. Als die beste Kurzinformationsquelle. Aber jedenfalls, da lief parallel die Konferenz Hamburg, Bayern in der einen Spur und in der anderen wurde immer gewechselt, Schalke gegen Unterhaching. Und als dann der Freistoß, der indirekte Freistoß für die Bayern gepfiffen wurde, sah ich noch so auf der Tabelle Schalke 04 auf Platz 1, lehnte mich zurück und sagte, scheiße, Bayern wird doch Meister. Bevor das Tor gefallen ist. Und dann der Moment, wo aus Hamburg das 1:1 übertragen wurde, bin ich innerlich zusammengesunken, als hätte man mir mein Gerippe rausgenommen, als hätte man aus mir die Luft rausgenommen. Und ich war wirklich, an dem Abend war ich Schalker. Total, durch und durch. Du hast es gefühlt. Es war eine Katastrophe. Und wie schlimm muss es erst im Stadion gewesen sein? Und danach, vergesse ich nie, lief dieser Film mit Ralf Richter, dieser Schalke 04-Film, wo so ein Stürmer entführt wird. Ich glaube, den habe ich auch schon mal so halb Fußball gesehen. Fußball ist unser Leben, heißt der Film. Ich glaube, ja. Und das lief an dem Abend und ich habe mir dann ein Schalke 04-T-Shirt gekauft. Das sieht dann auch sowas einfach, das ist ja auch geil. Ich weiß auch noch damals, als, Gott, war das Jahr, wo Bielefeld gegen Darmstadt in die Relegation musste und Bielefeld abgestiegen ist, oder? Genau. Und sie im Stadion Bittersweet Symphony gespielt haben. Und ich dachte, ja, das kann man machen, aber muss man nicht unbedingt. Also, um nochmal zu der Konferenz zurückzukommen. Damals halt auch, weiß ich auch noch genau, wo ich war, als Unterhaching Leverkusen das Ding versaut hat, dann am Ende. Es war immer was Besonderes und ich habe jetzt in der letzten Saison sowieso sehr viel passiert. Und in der letzten Saison durfte ich meine ersten beiden Male, die ersten drei Male in der Konferenz mitmachen. Und ich war so aufgeregt. Als ich das erste Mal gemacht habe, ich habe so viel Radio vorher auch schon gemacht. Union ja die ganze Zeit in der zweiten Liga und dann auch hier mal Bundesliga und alles Mögliche. Aber als ich wusste, okay, die Konferenz steht an, war ich so hibbelig, dass ich auch dachte, oh Gott, das muss jetzt irgendwie die heilige Konferenz, das muss vernünftig werden und so. Und war natürlich ganz aufgeregt und es war super geil. Und ich hatte das große Glück, es war Union gegen Bremen, dass da so viel nachgespielt wurde, dass ich zweimal die Konferenz zumachen durfte. Und du sagst ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber diejenigen, die Konferenz zumachen, die dürfen dann am Ende sagen, und das war sie. Die Bundesliga-Konferenz. Und dann hängst du da. Ist natürlich keinem anderen Menschen um dich herum fällt das auf, weil die arbeiten alle. Ne? Aber du freust dich innerlich. Du bist so aufgeregt. Du hast richtig Bock. Du bist dann so, jawohl, ist das geil. Und das weiß ich noch, das war ein sehr schöner Tag. Ich bin auch mit so einem debilen Grinsen auf dem Gesicht mit der S-Bahn nach Hause gefahren an dem Tag. Das war wirklich, das ist so schön. Also mit euch, das ist hier gerade wie so eine kleine Reise durch die letzten Jahre und so, das wärmt sein. mein kleines Herz gerade voll. Also du Steffi, aber magst crazy. Du auch den Satz zurück in die angeschlossenen Funkhäuser? Das ist doch ein toller Satz, oder? Es ist total toll. Wir machen immer Witze darüber.
Aber nein. Sind die angeschlossen mit so einem langen Kabel aus Köln, ja, kommt nach Berlin? Wenn du ein bisschen Zeit hast, vielleicht rufe ich den Kollegen Nick Hilmer mal an. Der hat bestimmt eine Erklärung dafür, was das mit dem Kabel auf sich hat. aber ich, eine Sache würde ich noch zum RBB loswerden. Also ich finde, Andreas Witte als auch damals Jochen Sprenzel haben eine ganz eigene Art zu sprechen gehabt, wo man immer gehört hat, das ist jetzt SFB oder später RBB. Gibt es beim RBB ein gewisses Sprachtraining oder benutzen die andere Mikrofone oder was ist das, was diesen einmaligen Klang ausmacht? Die Berlinern ja auch nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Aber Andreas Witte ist ja auch kein gebürtiger Berliner. Na, der kommt ja aus, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ich glaube Oldenburg, die Ecke. Keine Ahnung, naja. Also. Nein, ist auf jeden Fall kommt er auch aus dem Norden. Bei Jochen Sprenzel weiß ich das jetzt gar nicht aus dem Kopf. Aber nein, Sprechtraining. Weil das also, finde ich wirklich frappierend. Vielleicht, weil du das eine gewisse Zeit einfach verfolgt hast, weil du damit groß geworden bist. Klar, deswegen klingt das für dich so, das kann sein. Wahrscheinlich. Sportpalast damals immer in B1, so hieß es damals. Ich war ja großer BSC Preußen-Fan, deswegen habe ich auch Jochen Spretzels Stimme immer noch in den Ohren, wenn es um die alten Spiele ging. Na gut, lass uns noch ein bisschen jetzt wieder immer mehr so ein bisschen in Richtung Gegenwart kommen. Aber da ist eine wichtige Etappe, das hattet ihr vorhin auch schon angesprochen oder du hattest es angesprochen, die Fußball-Weltmeisterschaft 2015 in Kanada. Beschreibt mal deinen Weg als junge Sportkommentatorin hin zu einem FIFA-Turnier, wo dann sehr viele Leute am Ende zuhören werden, wenn du da rein sprichst in dieses Mikrofon. Boah, da war eigentlich das ging echt Knall auf Fall. Also das, wenn ich jetzt so zurückgucke, denke ich mir auch manchmal, wie das eigentlich alles funktioniert hat. Aber dieses Casting war 2014, fing das an. Oktober 2014 ging dann bis ins neue Jahr rein. Und ich meine, 2015 im Sommer war ja die WM schon. Ich glaube, ich habe zwei 90-Minuten-Spiele vorher noch gemacht beim RBB, um reinzukommen. Und dann ging das los. War da mit einer lieben Kollegin vom NDR, die ganz viel Radio macht, die mittlerweile beim SWR ist, mit Julia Metzner zusammen in einem Team. Und unsere Spiele waren in der Vorrunde und wir sind da zusammen rumgereist. Und das war aber auch zu so Zeiten in Deutschland. Ich weiß gar nicht. Ich erinnere mich auch nicht an die Quote. Ich glaube, das war immer so, das schwankte so zwischen 1 Uhr nachts und 3 Uhr nachts. Da liefen die Spiele hier in Deutschland. Das war ganz wild. Also das war mehr so ein, ja, ich habe irgendwie eine Idee, wie ich es mache und ich habe auch ein Gefühl dafür. Aber du bist ja auch so aufgeregt in dem Moment. Das habe ich ja gerade schon mal angedeutet. Du kannst auch einfach nicht schlafen. Du bist so nervös, dass du nicht schlafen kannst, dass du gar nichts kannst. Und dann geht das los, dann denkst du so, du bist drin, dann bist du danach so erleichtert. Und dann geht das aber wieder von vorne los. Das war so ein ganz langer Weg, sich überhaupt zu finden. Und zu sagen, es ist jetzt auch in Ordnung. Jetzt kommt meine dumme Männerfrage. Frag ruhig. Inwiefern unterscheidet sich das Kommentieren von einem Frauenfußballspiel zu einem Männerfußballspiel? Gibt es da Unterschiede, die man im Handwerk des Sprechens bei einem Fußballspiel als Kommentator, Kommentatorin erst dann wahrnimmt? Keine Ahnung, wenn es also um die Geschwindigkeit geht oder auch das Drumherum, wie Fans interagieren mit den Spielerinnen und umgekehrt. Da gibt es ja beim Männerfußball doch ganz krasse, ich sag mal, Rituale, die auch da durchgeführt werden, wenn es der Torjubel ist. Und das wirkt ja doch sehr durchdesignt oft beim Profifußball. Und beim Frauenfußball habe ich das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen noch natürlicher ist. Ja, also woran ich mich am Anfang gewöhnen musste, ist tatsächlich, dass du, wenn man halt auf viel Männerfußball guckt, dass du einfach nicht aus Versehen vom Hintermann oder so sprichst. Also es ist jetzt was ganz Simples, aber da musst du dich richtig konditionieren am Anfang. Das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, sondern das ist etwas, woran man krass denken muss. Ansonsten finde ich immer bei den Frauen, was ich bis heute beeindruckend finde, ist einfach, die sind ja wirklich hart im Nehmen.
die steht auch sofort wieder auf. Also da ist kein langes Getue oder hier so eine Neymar-Show oder so, die hast du da halt einfach nicht, ne? Und klar, es ist ein Unterschied. Ja, es ist natürlich ist das Spiel bei den Männern noch mal schneller und so von der Physis, von der Athletik. Aber die Frauen haben trotzdem auch einiges auf dem Kasten. Also Nee, das, also war das ja gar nicht gemeint. Also da habe ich das jetzt falsch verstanden. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Also weil tatsächlich ein Männerfußballspiel schon schneller ist. Also ich glaube, das kann man tatsächlich auch messen, dass ein Ball von der einen Seite zur anderen auch durch die Geschwindigkeit, die die Männer da aufnehmen, einfach nochmal eine ganz andere Dynamik hat. Ja. Das meinte ich aber nicht abwertend, sondern das ist halt einfach, das ist so. Also das hat also ob es da jetzt große, dann würde ich es aber sagen, ich empfinde es nicht so, als wenn es da große Unterschiede gäbe beim Kommentieren. Und gar wie, nicht. Wie also ich nehme das Spiel einfach so, wie es ist, weißt du? Also da ist jetzt nichts groß, wo ich mir denke, oh, da musste und so. Ich finde es nämlich eher befremdlich, das hat man ja auch immer mal wieder, und ich weiß, das wird bis heute auch immer mal wieder moniert, muss man dann unbedingt erzählen, dass es die und die und die ist aber ganz nett als Beschreibung von der Fußballerin, während man das Spiel kommentiert, oder es ist jetzt die Freundin von, oder weißt du, so Geschichten drumherum, die du bei einem Mann einfach überhaupt nicht erzählen würdest. Ich kneif mir die halt komplett. Ich erzähle die dann halt nicht, weil ich finde es auch ein bisschen unfair. Hat das vielleicht was damit zu tun, dass man andere Geschichten erzählt beim Spiel, wenn man zum Beispiel bei den Männern unter Umständen dadurch, dass so viel Männerfußball auch im Fernsehen läuft und man ganz anders medial vernetzt ist beim Männerfußball, dass man da ganz anders erzählen kann. Du hattest ja vorhin von der Nationalmannschaft von, was war das? Thailand. Erzählt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die bei europäischen Spitzenclubs spielen oder ob man sich gut mit der thailändischen Frauenliga auseinandersetzt, also dass man da auch irgendwelche Geschichten erzählen kann. Habe ich zumindest das Gefühl, ist der Männerfußball medial besser vernetzt und man kann andere Geschichten erzählen. Ja, das sind dann aber mehr so Geschichten, wo du das Gefühl hast, du hast alles auch schon mal irgendwo mitbekommen. Klar, hast du dann auch vielleicht mal was exklusiv bei den Männern, bei den Frauen, gerade die thailändische Frauenfußballnationalmannschaft ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich glaube, da könnte ich alles erzählen und es wäre für alle neu. Weil niemand was weiß, ne? Und das merkt man auch in so einer Vorbereitung auf so ein Spiel. Während das bei den Männern halt auch so ist, du kriegst auch Mappen zugeschickt, das geht ja den Sky-Kommentatoren, The Zone mit Sicherheit auch so, kriegst deine Opta-Mappen, wo halt viel drinsteht, was dir noch nicht ersetzt, dass du die Spiele auch gucken musst vorher, um dich ein bisschen besser vorzubereiten. Bei den Frauen hast du sowas nicht. Also wenn ich mich jetzt auf so ein Spiel wie gegen Montenegro vorbereite oder Deutschland gegen die Ukraine, weiß ich noch, da saß ich irgendwie 3 Tage alleine daran, mir Infos über jede Spielerin aus diesem ukrainischen Kader im Internet rauszusuchen und die durch den Google-Übersetzer zu hauen teilweise, um was zu haben. Dann haben wir am Ende natürlich nochmal mit dem Teammanager gesprochen, der aber auch gar nicht so viel erzählen konnte. Der dann auch eher dann merkst du halt, der Frauenfußball ist da noch nicht so weit entwickelt, dann ist das schwierig und da merkst du dann schon die Unterschiede. Aber das würde ich halt sagen, wenn du es im Kommentar dann widerspiegelst, dass da wirklich dann jede Geschichte eine neue Geschichte ist, weil du hast sie einfach noch nirgendwo gehört oder selten gehört, während du bei den Männern ja überflutet wirst mit den Informationen. Martin, habe ich deine Frage jetzt einigermaßen? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich höre dir sehr gespannt zu, weil tatsächlich. Ich habe versucht, das jetzt so gut wie möglich zu beantworten. Nein, ich stell dir Fragen, die ich mir im Zweifel nicht selber beantworten kann. Also bei einigen Fragen kann man sich vielleicht im Voraus vorstellen, was da jetzt kommt. Aber jeder Mensch ist ja doch nochmal anders und dann kommt eine andere Antwort raus. Nein, ich bin mit der Antwort äußerst zufrieden und probiere das natürlich auch. Ich kann da nicht gleich dazu stellen, ich muss das auch erstmal sitzen lassen, mir vorstellen, wie es ist mit einem Ukraine-Mannschaftsbetreuer der Frauenfußballnationalmannschaft. Sergej war sehr nett übrigens. Ja, Lobanowski, so nett. Er war sehr, ich weiß auch noch, dann haben wir ihn nämlich gefunden bei der Übertragung, haben unsere Kameras ihn eingefangen, als die Hymne lief, haben wir schnell ein Foto gemacht und drüber geschickt und dann schickte er einen lachenden Smiley zurück und freute sich. Der war sehr nett. Das ist ja meistens beim Frauenfußball, muss man auch echt sagen, sehr umgänglich. Also es ist schwer, an die Infos zu kommen, aber wenn du dann mal bei so einem großen Turnier bist, dann kommst du eigentlich irgendwie immer an irgendwen ran, mit dem du sprechen kannst oder mit der du sprechen kannst, mit dem, der du dich dann austauschen kannst und deine Fragen los wirst. Ich bin auch mit dieser Antwort sehr zufrieden. Gut. Aber Ralf wollte auch gerade was sagen. Nee, ich wollte einfach nur mal
nur mal was loswerden. Ich habe dich in den letzten Jahren viel bei der Nationalmannschaft kommentieren hören, und also bei der Frauennationalmannschaft, und fand das immer sehr angenehm. Also das ist, kann man schlecht, schlecht erklären. Es ist sehr fachkundig, sehr regelkundig, nicht immer durchzuerziehen, sondern auch mal eine Pause zu machen, einfach das Spiel auch laufen zu lassen. Nicht, ich vergleiche es mal wie anderen, die ständig am Werk sind und ständig irgendwas erzählen. Und bei dir habe ich so das Gefühl, manchmal ist es auch mal eine Pause. Du lässt auch mal das Spiel laufen, ohne was zu sagen. Und das macht das Spiel, das Zuhören, super angenehm. Also das kannte ich bis dahin auch noch nicht. Also fand ich, man ist sehr angenehm, wenn man die sozialen Medien dann so verfolgt, muss man sagen, das haben auch viele so mitbekommen. Oder sehen viele auch ähnlich. Also, vielen Dank. Das freut mich total. Aber lass dir gesagt sein, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Ich höre ja immer in die Sachen nochmal rein und überlege mir immer, was könntest du eventuell noch, woran könntest du noch arbeiten an der Reportage, dass sie vielleicht noch lebendiger wird, dass sie nochmal einen anderen Touch kriegt. Das, was du gerade angesprochen hast, das finde ich sehr wichtig, weil wenn ich selber vorm Fernseher sitze, das ist ja genau das, was ich möchte. Ich möchte dem Spiel folgen können. Und wenn das hinhaut, ist das schon mal toll. Aber ich glaube halt, es gibt auch bestimmt noch einige Punkte, ganz viele Punkte, in denen ich einfach noch so viel besser werden kann. Und ich arbeite da sehr oft sehr viel dran. Und dann kam irgendwann der Anruf, herzlichen Glückwunsch, du machst bei der Sportschau mit. Oder ja. Ist das wirklich mit einem Anruf? Also warte mal. Das war ein Anruf tatsächlich, ja. Bevor dieser Anruf kommt, habe ich trotzdem, du überfährst meine Fragen hier, meine Güte, Ralf. Ja, wir wollen ja auch nochmal zum Fußball kommen. Ja, wir reden die ganze Zeit Martin, über Fußball. Martin sieht das nämlich nicht, weil Ralf immer hinter ihm sitzt und Ralf stellt dann die Frage. Martin ist immer schon so, oh Gott, was ist los hier? Ich muss das ab, ich muss das Bild abgeben. Ich muss ganz streng jede Frage stellen. Keine Frage so umsonst gestellt sein, nein. Ich würde tatsächlich schon mal so ein bisschen in etwas hineinkommen, bevor wir über deinen Job bei der Sportschau kommen, weil das tatsächlich schon was Besonderes ist, aber wir müssen es auch nicht so weit breit treten, weil es eigentlich auch was Normales sein soll, dass eine Frau in Zukunft auch sowas macht. Genau. Und darüber müssen sich die Männer auch, daran müssen sich einfach gewöhnen, Punkt. Oder auch Frauen, die Männerrollen einnehmen und dann so reden wie ihre Männer. Das gerne hören würden. Aber tatsächlich, dieser Hate Speech bei Sportkommentatoren ist ja nicht erst seit Claudia Neumann oder Bela Reti. Es war eigentlich ja schon immer so, dass die Leute sich in einer komischen Art und Weise ausgekotzt haben über die Leute, die da Fußballspiele kommentieren und probieren, mit möglichst viel Sachverstand auch Leuten das Spiel zu erklären, was da gerade unten auf dem Rasen passiert. Und klar macht man da auch Fehler, aber das kommt ja vor. Aber konntest du schon für dich persönlich, weil du hast ja auch schon ein paar Erfahrungen damit gemacht, konntest du es trotzdem schon immer gut trennen, dass dieser Hate Speech nichts mit dir persönlich zu tun hat, sondern vielleicht mit den Rollenbildern, die die Zuschauer und Zuhörer für sich haben? Und dann kommst du und kollidierst mit diesen Rollen und mit diesen Bildern, die sich da im Kopf aufgebaut haben. Nee, das muss ich lernen. Also das, weil es trifft dich am Anfang doch arg. Ja, wenn du das liest und du liest diese Sachen zum ersten Mal, auch später noch, viele Dinge gehen halt so unter die Gürtellinie, ja. Sie treffen dich auch einfach, ja. Das, ich glaube, das ist so die Art und Weise, wie du damit umgehst. Mittlerweile kann ich bei vielen Dingen auch einfach drüber wegsehen und sagen, komm, ist okay. Ich weiß, die haben die Meinung, und da gibt's Leute draußen, die werden ihre Meinung vielleicht auch nicht ändern. Fair enough. So ist es halt. Die Welt ist so vielschichtig. Da ist es einfach so. Aber ja, das ist, und deswegen, da kann ich immer wieder nur sensibilisieren an der Stelle, weil man sollte sich generell einfach überlegen, bevor man irgendwas richtig Ekelhaftes, Hasserfülltes ins Netz schreibt, egal an wen adressiert, ob das jetzt an einen Fußballkommentator oder Kommentatorin ist oder Politiker, Politikerin, ich weiß nicht wen, ja. Das sind auch nur Menschen. Und das trifft die Menschen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es gibt genug Leute draußen, die wollen auch genau das. Die wollen dich treffen damit. Die wollen irgendwas in dir auslösen. Und an alle die sich nichts dabei denken, kann ich nur sagen, denkt einmal mehr nach.
Ihr könnt euch aufregen. Ich reg mich auch zu Hause auf. Ja, ich gucke ja auch Fußballspiele manchmal und ich bin auch nicht mit allem einverstanden. Das ist völlig normal, das ist Fußball. Ja, dann quatsche ich hier mit meinem Mann darüber oder mit meinen Freunden und dann ist aber gut. Mir würde nie einfallen, irgendwen im Netz zu beleidigen, weil man die Person einfach auch damit trifft. Weiß ja nie, was dahinter steckt. Die Person einen schlechten Tag hatte oder weiß ich nicht was. Du weißt es einfach nicht. Don't do it. Das ist nicht schön. Und an all die anderen, die meinen, sie wollen einen nur fertig machen, denen kann ich nur sagen, mich kriegt ihr damit nicht klein. Das sage ich ganz klar. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen vor geraumer Zeit, dass das, was ich mache, auch eine wertvolle Arbeit ist, vielleicht für alle jungen Frauen und Mädels und all die da draußen, die auch irgendwas in die Richtung machen wollen und die vielleicht auch nur den Schub brauchen, an sich zu glauben. Das ist mir egal. Ich mache das jetzt einfach. Und sorry, kriegt ihr mich nicht. Nee. Gibt es von den Anstalten, Rundfunkanstalten, Fernsehanstalten, gibt es da auch Leute, die für einen dann da sind, wenn man vielleicht mal ganz schön abgeschossen wird? Klar, also du hast schon so deinen Kollegenkreis, deinen Ängsten, mit dem du dich darüber unterhältst und die dir dann natürlich auch das, manchmal an manchen Tagen brauchst du das auch, ne? Wenn du mir sagst, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie dies und das und alles parallel gemacht und jetzt wird da wieder nur draufgehauen und dann sagen die, jetzt guck dir das aber doch mal an. Es ist doch alles nicht so schlimm. Guck mal, was steht denn da? Da steht da nur das, das, das und das und das. Ja, und dann gibt's natürlich ab und an auch, habe ich auch schon gesehen, dass die Sportschau das beispielsweise so ein bisschen moderiert hat und da schon mal was gesagt hat. Aber es ist natürlich auch teilweise sehr viel. Ne? Also wenn so die Kollegin Claudia Neumann, die übrigens eine sehr sympathische und sehr nette Person ist, ja, also die immer, wenn ich sie treffe, wirklich sehr kollegial und toll, da denke ich mir nur so, hoffentlich liest sie das wirklich alles nicht, was da steht. Ja. Ich weiß ja, sie hat ja gesagt, so sie liest das eigentlich nicht, aber das habe ich heute der Schulklasse erzählt, in der ich war. Und ich habe gesagt, ja, man muss nicht alles toll finden, aber wenn die sich alles durchlesen würde, dann könnte sie sich einbuddeln danach und nicht mehr rauskommen, ja. Also, weil das ist wirklich böse, ja. Ich ertrage das ja kaum, wenn ich dann lese, was über sie da geschrieben wird. Das mache ich dann sofort aus. Es ist halt wirklich, das ist ein sehr sensibles Thema. Es trifft so viele Frauen und wirklich hochkompetente Frauen. Also du nennst jetzt Claudia Neumann, mir fällt sofort Katrin Müller-Hohenstein ein. Man muss ja nicht ihren Stil gut finden, aber findet man den Stil von Jörg Dahmann super oder keine Ahnung? Es ist halt völlig egal von wem. Und es ist ja so, man darf ja auch kritisch sein und man darf sich auch austauschen. Und man muss nicht immer einer Meinung sein. Und man kann ja auch sagen, nee, sorry, ist irgendwie komplett nicht meins. Und ich finde ja auch, weißt du, wenn mir jemand sagt, ich höre dir zu und ich habe das Gefühl, du bist voll parteiisch. Dann weiß ich halt für mich, ich bin null parteiisch, weil ich mich auf keine Seite schlage, aber ich weiß, woher das kommt, dieses Subjektive, was manchmal so beim Zuhören auf eine Seite kippt. Das ist einfach, das ergibt sich so im Verlauf des Spiels, kann das mal entstehen. Das ist das eine. Aber das andere ist so dieses grundlose, wirklich fiese Beleidigen, so aller, du hast dich versprochen, also such dir einen neuen Job. Du weißt ja eh nichts, du kennst dich nicht aus, hast keine Ahnung. Der Lieblingssatz, den ich zuletzt lesen durfte, du bist unfähig, von ein und derselben Person irgendwie in fünf verschiedenen Aussagen. Du unfähig. Wie kommt man darauf, jemandem zu sagen, dass man unfähig ist? Das ist ein hartes Wort, ja? Also da würde ich mir doch dreimal überlegen, ob ich so etwas loslasse. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich jetzt so darüber sprechen soll, aber das ist einfach, also da muss man, glaube ich, drüber reden, um ein paar Leute mehr abzufangen und zu sagen, denkt darüber nach, weil alle sind in den sozialen Medien unterwegs. Da sind auch jüngere Leute oder ältere Leute oder weiß ich nicht was. Denkt darüber nach. Dein Knopf ist aus. Mein Knopf ist wieder an. Ich glaube aber eher, dass das Leute sind, die grundsätzlich ein Problem damit haben, dass Frauen im Männerfußball kommentieren. Also die für die das nie normal wird und die damit ihren Frust ablassen. Also ich glaube nicht, dass das von jemandem kommt, der eine gewisse Distanz dazu hat und für ihn Fußball, er will nicht grundsätzlich was kaputt machen, sondern er will einfach nur kaputt machen, dass Frauen in Spiele kommentieren, die seiner Meinung nach eine Männerdomäne sind.
Und das versuchen die dadurch deutlich zu machen. Das sind dieselben Männer. Das sind dieselben Männer, die aber auch akzeptieren, dass beim Doppelpass immer eine hübsche Frau dasteht und vorliest, was Twitter-User im Internet über den letzten Spieltag von sich gegeben haben oder die Bier bringen oder am Spielfeldrand stehen oder eine Sendung moderieren. Dafür sind Frauen gut genug. Aber eben so eine Sache, dass eine Frau 90 Minuten dir erzählt als Mann. Ja, so läuft das Spiel. Das ist für einige Männer tatsächlich ein Angriff, glaube ich, auch auf ihre, keine Ahnung, was da in solchen Köpfen vorgeht. Ich habe das überhaupt nicht. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als Claudia Neumann bei der WM in Russland Spiele kommentiert hat, auch wenn ich die WM selber Banane fand, dass sie da stattfindet, aber das ist ein anderes Thema. Fand ich, sie hat das extrem gut gemacht. Sie hat das ruhig gemacht, sie hat das auch vor allem mit viel, viel Sachverstand gemacht und da konnte man tatsächlich auch einige Kommentare direkt angehen, was einige Leute behauptet haben, die was falsch gewesen sein muss. Dabei war es komplett richtig. Und also da können sich auch Frauen in solchen Rollen tatsächlich drauf verlassen, dass es noch genügend Männer gibt, die da ins selbe Horn stoßen und sagen, nee, die anderen Leute sollen noch bitte den Fernseher ausmachen. Und keine Ahnung, sondern ins Mittelalter reisen. Den Ton, du hast was Wichtiges vergessen, der Ton wird ja ausgemacht. Und dann wird aber mitgeteilt, wann der Ton genau ausgemacht wurde. In der 55. Minute musste ich den Ton ausschalten, denn ich konnte nicht mehr zuhören. Mhm. Ja, sicher, dass es nicht doch die 53. Minute gewesen ist. Gestoppt? Ist bestimmt gestoppt. 55. Der hat recht. Aber so wichtig jetzt. Wollen wir da mal einen Haken dran machen an dieses Thema? Ja, lass mal genau. Da haben wir jetzt ja, glaube ich, viel drüber gesprochen. Ich will nur eine Sache abschließend sagen, so wie ich dich jetzt hier kennenlerne. Also wir reden heute das erste Mal ein bisschen länger miteinander, statt nur so ein paar anderthalb Minuten lange WhatsApp-Nachrichten, wann es denn endlich mit dem Termin klappt. Lerne ich dich jetzt als jemand kennen, die selbstbewusst ist, die sehr reflektiert ist und wo ich mir eigentlich keine Sorgen machen muss, dass sowas dich in der Form erreicht, dass du sagst, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Tatsächlich glaube ich, dass du genau richtig da bist, wo du bist. Und ja, ist schön, dass du das machst und dass du auch diese Kommentatorenwelt mit deiner Art und Weise bereicherst. Finde ich gut. Vielen Dank. Sehr gerne. Lass uns noch was über Schönes reden, bevor wir über Berlin so ein bisschen reden. Wie ist denn das eigentlich, wenn man abends nach Hause geht und sagt, heute habe ich vor ein paar Millionen Leuten geredet? Komischerweise denke ich da irgendwie nie drüber nach, so genau. Seltsam. Ich gucke manchmal nach, manchmal vergesse ich es auch, wie die Quote war, aber einfach so aus Interesse für die Sendung. Aber das ist so komplett weg. Weil du bist ja dann auch in dem Moment, du sitzt dann da und dann, wie sagen wir immer so schön, dann geht der rote Knopf an. Und dann ist man eh so im Tunnel, dann macht man so sein Ding. Da denkt man einfach auch nicht mehr darüber nach, so wie das drumherum ist, wer da alles zuhören könnte. Weil sonst wirst du ja völlig kirre, wenn du das machst. Machen wir uns ja auch nicht. Wir machen uns keine Gedanken, dass uns jetzt 3 Millionen Leute zuhören. Wer jetzt hier alles zuhören könnte und so. Ne? Also jetzt nicht, aber danach. Die Klickzahlen und so. 3 Millionen. Das war aber dann eine schlechte Sendung, Ralf. Achso, Mist. Ja, ich habe ja auch noch nicht Centerfold gesungen, ne? Also das kommt ja noch dann. Das kommt ne? zum Schluss. Das kommt ja noch dran. Ja, also bleibt bis zum Schluss dran, liebe Hörer. Heute haben Gott, wir Stephanie nein. In der Sendung und wir sind sehr froh, dass sie da ist und jetzt über ihren Weg zum Fußball gesprochen haben. Und ihr Weg führt irgendwann aus dem beschaulichen Hannover, ich glaube über Köln, über Hamburg habe ich jetzt so rausgehört. Und dann bist du in Berlin gelandet. Bremen. Soll eine schöne Stadt sein. Ja, das ist ganz netter. Da hat meine Frau auch studiert. Ich war noch nie da. Leider. Nur am Bahnhof mal durchgefahren. Ja, also du lebst in Berlin. Wie, also nur so als jemand, der aus Hannover kommt, eine Stadt, die deutlich kleiner ist und trotzdem schon eine Metropole ist. Wie würdest du das Leben in Berlin im Vergleich zum Leben in Hannover vergleichen? Also es ist irgendwie anonymer. Ich weiß noch, als ich dann hier 2015, als dann feststand, ich ziehe nach Berlin. Und ich hatte vorher mal ein Praktikum gemacht in Berlin, das war Ende 2008, Anfang 2009. Das war dieser Winter, wo es so unfassbar kalt war. Und das Erste, was ich kennengelernt habe, war, dass ständig die S-Bahnen ausgefallen sind. Weil es ein bisschen kalt war, sind die S-Bahnen alle ausgefallen.
Genau. Und damals habe ich immer gedacht, Gott, ist das hier schmutzig und grau und furchtbar. Und wenn es einen Ort gibt, und ich war auch super unglücklich zu der Zeit hier in Berlin, wenn es einen Ort gibt, an den ich niemals zurückgehen möchte, dann ist es Berlin. So, dann stand das im Raum. Und ich muss aber sagen, dass ich mich irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich wohl hier. Ich mag das, dass das so, so unterschiedlich ist, ja, in den einzelnen Kiezen und Bereichen. Und was ich ganz besonders mag, ist, dass ja hier tatsächlich, also so habe ich es bislang erlebt, jeder so sein kann, wie er will. Ich weiß auch, es gibt auch schlimme Gegenbeispiele. Ich lese davon. Mir ist hier noch nie etwas passiert. Ich habe immer das Gefühl, so man muss sich nicht so viele Gedanken machen, wie man rausgeht. Man taucht auch einfach mal unter. Und das ist was sehr Schönes. Ich bin ja Ur-Berliner, ich kenne es ja gar nicht anders. Und ich finde es dann immer wiederum schön, wenn ich in so eine Stadt wie Hannover fahre, wie jetzt kommendes Wochenende, dass ich dann so ein bisschen runterkomme. Also, dass ich entschleunigt werde durch zum Beispiel Hannover. Also, da vier Grenzen, da ist gleich die Eilenriede und ja, ich weiß. Es ist wirklich ein wirklich schöner Fleck. Also, Hannover. Ja, ich weiß, was du meinst. Als ich das letzte Mal meine Eltern besucht habe, habe ich auch gedacht, krass, wie schön ruhig das da ist. Also, das ist tatsächlich ein Punkt. Hier hast du immer so einen Grundpegel die ganze Zeit, ne? Der einfach da ist. Und ich weiß noch, dann waren wir in der Nähe von Hannover bei meinen Eltern und ich war morgens joggen und dachte, okay, der einzige Mensch, der mir unterwegs begegnet ist, war ein Mann mit seinem Hund. Zweimal hintereinander, also um zwei Tagestakt, immer um dieselbe Uhrzeit. Und du hast die Vögel gehört und es war alles still und ruhig und ja, das ist schon was Geiles. Ich glaube, wenn man beides miteinander mixen könnte an bestimmten Stellen, wäre es perfekt. Ich glaube, da musst du in Grunewald ziehen, da ist es auch manchmal doch sehr beschaulich. Ja, aber mir gefällt es mir auch ganz gut. Wo du gerade sagst, es ist so laut in Berlin und in Hannover so leise. Jetzt gerade im Sommer haben wir öfters mal im Wohnzimmer gepennt, als einfach irgendwie gemütlich war. Und dann haben wir immer das Fenster aufgelassen und uns ist in diesem Sommer aufgefallen, wie viel Feuerwehr und Polizei nachts wegen dieser ganzen Corona-Partys hier, Gleisdreieckpark, Viktoriapark, permanent unterwegs war. Also man konnte wirklich alle fünf Minuten eine Feuerwehr oder eine Polizei hören. Und da habe ich schon gemerkt, boah, ich werde alt. So ein bisschen früher hätte man gesagt, ach egal. Und jetzt, das, oh Gott, das ging mir auch so. Wir haben ja mal den zwischendurch mal in unserer Wohnung umgeräumt und haben zwei Zimmer getauscht. Einfach mal um was man halt auch mal so mal macht, weiß ich nicht, um was auszuprobieren. So. Und hatten dann das Schlafzimmer auch nach, wie du sagst, ihr habt im Wohnzimmer gepennt und wir waren dann auch so nach vorne raus und da ist so ein kleiner Park direkt vor unserer Tür. Und da weiß ich auch noch, mein Mann, der schläft halt immer wie so ein Stein, der legt sich hin, dann ist der weg nach zwei Sekunden. Und ich höre alles. Und vor unserer Haustür war wirklich im Park, das war eine kleinere Gruppe, aber ich habe alles gehört. Und es war ja auch im Sommer so warm, ne? Und dann willst du halt auch mit offenem Fenster und dann so. Und bis du dann irgendwann mal einschläfst, du wachst auch zwischendurch immer wieder auf, weil die auch so laut sind. Und dann hörst du dir jetzt noch ein und jetzt zieh weg hier und so. Und du denkst so, ich kann nicht mehr. Jetzt rufe ich gleich die Polizei, machst es aber doch nicht. Und dann gab es aber mal diesen einen Moment, wirklich, dann waren die weg und ich dachte, endlich Erlösung, jetzt schlafen. Und es war wirklich schon früh, es fing schon an, wieder hell zu werden. Es war irgendwie so halb sechs oder was. Und dann ging halt so ein Jugendlicher mit seiner komischen Musikbox draußen vor dem Balkon lang und hörte halt so die übelste Rapmusik und ging. Und ich habe wirklich, das war so der Moment, wo ich mich einmal ganz kurz vergessen habe, bin auf dem Balkon und hab dem hinterher geschrien, was soll das, mach die scheiß Musik aus. Und er ist einfach weitergegangen, weil er mich natürlich gar nicht gehört hat. Er hat diese Musik in der Hand gehabt, also diese Box, und ist einfach weitergegangen. Und dann bin ich wieder zurück und habe gedacht, ja toll, jetzt hast du den angeschrien. Das hättest du jetzt vor 15 Jahren ja auch noch nicht gemacht. Du wirst alt. Man wird so spießig. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe dann so gedacht, mein Schlaf, der ist mir so heilig. Ja, ich schlafe einfach gerne. Schlafen ist was Tolles. Also ich merke das auch. Ich werde spießiger und meine Take-Shit-Grenze verändert sich auf jeden Fall auch. Und ich werde so ein bisschen aggro dadurch. Also Beispiel, letztens... da war es eine sehr, sehr, sehr warme Nacht, Wochenende, und ich arbeite samstags immer im Einzelhandel und ich bin froh, wenn ich dann am Sonntag ein bisschen auspennen kann. Ja, und im Hinterhof, das sind zwei Häuser,
hat irgendjemand dann halt richtig laut Musik gemacht mit seinen Kumpels und ha. Und selbst bei geschlossenen Fenstern, du konntest das nicht überhören. Und ich dachte, ich will nicht so ein Spießer sein, der die Polizei ruft. Und vor allem, ich weiß ja gar nicht, ist es hier in meinem Haus, dann kann ich wenigstens runtergehen und hochgehen, an der Tür klopfen, klingeln, so, und sagen, hört mal auf. So, aber das Problem war, ich stand auf dem Hof, ich wollte schon hochgehen, merkte, das ist gar nicht bei uns, sondern auf der anderen Seite da. Und der Hof ist getrennt, da stehen die Mülltonnen, dahinter ist so eine Betonmauer. So, was habe ich gemacht? Ich wollte wirklich schlafen, weil ich wirklich so müde war. Ich bin auf die Mülltonnen geklettert, bin über diese Mauer geklettert, habe mich so abgerollt auf die anderen Mülltonnen, die dahinter standen. Warte mal, ganz kurz an der Stelle. Ralf, hast du auch dieses Bild im Hinterkopf gerade, wo so eine Musik so ein bisschen... Erstmal auf die Bildschirme. Mission Impossible. Über die Mauer rüber. Und vor allen Dingen dann auch noch so geil. Und abgerollt hinten. Genau. Ja, also wirklich so ein bisschen Neymar-mäßig. Ja, aber ohne schreiendes Gesicht. Und dann war ich tatsächlich auf der anderen Seite des Hofs. Dann gehe ich die Treppe hoch, habe gehört, das ist diese Wohnung. Also habe ich geklingelt. Ja, und machte mir ein durchgeschwitzter Latino die Tür auf und sagte: Ey, was siehst du? Ich so, Alter, es ist 2:30 und ich würde echt gerne schlafen. Kannst du bitte dein Fenster zumachen oder die Musik leiser machen oder noch am besten beides? Na, das kann man auch nett sagen. Ich so, das mache ich gerade. Beim nächsten Mal rufe ich die Polizei. Und dann war wirklich, dann war Ruhe. Und dann musste ich über die Straße wieder zurück. Und also, ich kam mir so spießig vor und so irre. Ja. Weil mich Plattsport meets the Spießers. Ja. Volume 1. Seien Sie dabei bei unserer neuen Folge. Genau. Wie wir das nächste Mal einfach durch das Gras robben, um auf die andere Seite zu kommen, zu dem Haus, wo die große Party stieg. Das nächste Mal werden Pershings abgeschossen oder keine Ahnung. Das ist der klassische Weg. Man wird halt zum Spießer. Früher, wenn meine Eltern mit mir in den Garten gegangen sind, habe ich gesagt, im Garten, nee. Heute gehst du freiwillig, weil du hast Ruhe, du hast... Der Garten ist schön. Ernsthaft? Ja. Wir überlegen gerade, ob wir uns nächstes Jahr einen Garten zulegen. Da hättest du doch früher deinen Eltern einen Vogel gezeigt, wenn die mit dem Futter so langweilig. Wären. Oh, nicht das ganze Wochenende. Nein, umso besser. Vielleicht noch die ganze Woche. Super. Also, bei uns ist der Garten immer vertrocknet. Der Rasen ist immer vertrocknet. Wenn meine Eltern im Urlaub waren und die gesagt haben, du gieß bitte den Rasen. Typisches Ding. Dann waren die irgendwie wirklich 2 Wochen weg. Und am letzten Tag habe ich gedacht, scheiße, ich habe vergessen, den Rasen zu gießen. Und bin dann da so, okay, wenn ich noch ein bisschen mehr Wasser gebe, vielleicht merkt es dann keiner. War natürlich ja schon irgendwie so verdörrte Stellen mittendrin so. Und dann meine Eltern das wirklich stillschweigend zur Kenntnis genommen. Die haben sich wahrscheinlich ihren Teil gedacht, aber ja. Man hat ja früher immer gedacht, man kann alles irgendwie verstecken. Genau. Ich habe ja früher auch noch geraucht. Ich bin jetzt im Oktober 10 Jahre rauchfrei. Applaus. Ja. Du hast leider keinen Applaus-Button. Du hast immer nur den. Ich hab oder hast du irgendwas? Nee, ich hab einen anderen Button, wo ich ein bisschen jetzt auf das nächste Thema so ein bisschen umschwenken kann. Ausgetrocknete Rasen und Fußball in Berlin. Pass mal auf. Das kennst du bestimmt. Leider kann man deinen Kollegen nicht hören, aber den Typen, den dein Kollege interviewt hat. Hör mal rein. Ich glaube, in diesem Moment mehr als jemals. Wir kommen! Erste Liga! Ole! Ja, ich kenne das aber auswendig. In- und auswendig, der liebe Kollege Christian Dexne, der es auch immer wieder schafft, in genau solche Momente zu kommen. Dexi, großartiger Typ. Das war natürlich, also ich habe mir dieses, ich muss auch gestehen, ich habe mir das Video auch wirklich noch an besagtem Abend locker 50 Mal angeguckt, weil ich immer wieder neue Details entdeckt habe. Ihr müsst mal drauf achten. Ja, ich glaube, da gibt es einen Moment, wo auch tatsächlich so ein Becher fliegt von der Seite, der irgendwo abprallt noch an der, also es ist so, wenn man genau drauf achtet, dann entdeckt man wieder ganz viele neue Details. Da ist so viel drin. Da ist richtig viel drin. Also erstmal der Protagonist, die beiden Protagonisten sind natürlich Dexi und der dicke Unioner. So, bevor der erste Schnitt kommt, ist ja noch so ein Typ, der sieht aus wie, keine Ahnung, aus Russland eingeflogen, so ein schlanker, dünner Typi mit so einer Pisspott-Frisur vorne. Und der dann so mitschreit, Eisern Union! Zusammen mit dem Protagonisten. Und dann geht die Kamera zurück und auf einmal steht Dexi auch nicht mehr alleine, sondern es hängt jemand an ihm dran. Genau. Und hört dann auch nicht mehr auf. Ist aber auch so geil, wie das, ich stell mir mal vor, wie das so innerhalb von Sekunden
Bruchteilen passiert sein muss. Ja. Und das, also wirklich. Die Kamera flog. Aber es war auch, aber es ist aber auch unbändige, unkontrollierte Freude über das, was da passiert ist. Bis in dem auf Moment. Einen Typen, weil du sagst, da sind so viele Details. Vielleicht hast du den Typen noch nicht entdeckt. Und zwar, die Kamera schwenkt irgendwann mal nach links. Da stehen Leute am Geländer und Vielleicht kann der Kameramann Christian hier mal hochschwenken. Ja, genau. Ich weiß. Und dann steht da so ein Typ so mit so einer grauen Jacke, ein älterer Mann, der macht so und auf einmal musst du mal gucken, ja. Der Typ hört auf einmal auf zu jubeln, so als wenn, so, nice. Ich hab gejubelt, jetzt will ich meine 20 Euro dafür haben. Jubel! Ja, also ich, schau genau, dir das da bitte mal an. Das ist muss ich noch mal reingucken. Ich weiß noch, ich habe irgendwie dieses Video, es ist einfach wirklich. Es gibt übrigens an dieser Stelle, ich möchte jetzt gerade, also, ich weiß nicht, ob Dexi da reinhören wird, aber es gibt noch ein anderes großartiges Video von Christian Dexner, was ich auch bis heute unfassbar feiere. Das war beim Aufstieg von Energie Cottbus in die dritte Liga. Spiele kommentiert von Andreas Witte. Und Dexi war als Field-Reporter unten eingesetzt. Dieser ganze Platz wurde gestürmt. Er stand mittendrin und irgendwo neben ihm Marc Stein, der damalige Kapitän. Und dann gibt es diese Szene, wie Andreas bitte oben von oben abgibt und sagt, und dann haben wir unten Christian Dexne mit dem Kapitän. So, und dann siehst du wirklich nur noch, wie Dexi, also umringt von diesen ganzen Leuten, und wie so, wir sind schon drauf, nimm mal. Und dann gibt er das Mikrofon weiter und Marc Stein hat das in der Hand, verschwindet. Und Dexi wird einfach genommen von den Zuschauern und wird einfach weggeschnellt. Und dann hörst du halt irgendwie so, ist egal, wir gehen raus. Und dann geht's wieder nach oben und dann sagt Andreas bitte so, eines der aufschlussreichsten Interviews, die ich in meiner gesamten Karriere als Sportreporter gehört habe. Nein, aber es geht da unten ja auch sehr wild zu. Aber es war wirklich, das ist großartig, weil es ist so, auch das hat ganz viele schöne Details, wenn man sich das anguckt. Es gibt es bestimmt auch noch irgendwo auf der RBB Sportseite zu finden, auf der Facebook-Seite. Ja. Und schon sind wir bei Union Berlin. Yay. Ralf und ich sind nicht von nur Fans. Live von Energie Cottbus rübergeleitet. Stadion der Freundschaft, Stadion an der Alten. Das ist doch fast dasselbe. Ja, es ist auch, ist ja ein Stadion. Ist, halt, ist auch in der Nähe, dasselbe. Ne? Ja, relativ. Bisschen. Ja. Ja, in dem einen Stadion stellt man die Flutlichter aus, in dem anderen nicht. Da macht man jetzt aktuell alles aus. Ach so, ja. Ja, also Fans. Nein, erstmal möchte ich die Chance nutzen. Ralf hat jetzt die Ehrennadel für 10 Jahre Mitgliedschaft beim 1. FC Union bekommen. Herzlichen Applaus. Glückwunsch. Ja, also ich habe leider nicht diesen Button hier. Es gibt Unioner, die nach 17 Jahren gefragt haben, sowas habe ich noch nie bekommen, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sie noch welche übrig gehabt und haben gesagt, vielleicht haben sie damit, gedacht, du bist 100 Jahre dabei. Da fehlt die Null, ja, genau. nee. Ja, also auf jeden Fall, wir sind beide Mitglieder, wir sind beide Fans, durch und durch. Und irgendwie, ich frage mich, was ist denn deine Beziehung zu dem Verein? Weil irgendwie, du erzählst immer viel, du berichtest viel von Union, aber sag einfach mal. Na, bei mir ist es mehr so, dass ich tatsächlich ja, ich weiß gar nicht, wann das anfing, ob das schon 2015 war oder so ins Jahr 2016 reinging. Ich glaube, es war so der Übergang. Angefangen habe, mich dem Verein so zu widmen. Damals, glaube ich, gab es bei uns immer wechselnde Reporter im Radio und ich dachte, ach, das wäre schön, könnte man sich mal einfach ein bisschen hinterklemmen und machen. Und so bin ich da hingekommen und ich weiß auch noch, als ich zu meiner ersten Pressekonferenz kam, da war auch noch eine völlig andere Crew, damals rund um Christian Arbeit, und die empfingen mich mit den Worten, hallo, dich kennen wir ja noch gar nicht, wie heißt du denn, wo kommst du her, wer bist du denn? Schön, dass du da bist. Und dann dachte ich, ach, das ist ja nett hier. Und das war früher. Das ist bis heute immer noch sehr kollegial, würde ich sagen. Also auch das Verhältnis sehr fair, auch der Umgang miteinander. Ja, für mich ist es halt so, ich berichte ja über den Verein. Ich habe ihn ja auch so über die Jahre jetzt so von unterschiedlichen Seiten kennenlernen dürfen, also so auch den ein oder anderen Fan oder ein oder andere Fanin kennengelernt und so halt feststellen können, so was das Ganze eigentlich so, dieses ganze Konstrukt so ausmacht. Natürlich ist es ein sympathischer Verein, ohne Frage, kann ich nicht sagen. Also ich bin jetzt kein Fan oder so. Das ist halt wirklich, das ist auf einer beruflichen Ebene. Aber ich würde sagen, mit einer sehr fairen Zusammenarbeit und einer, ja, doch einem besonderen Verhältnis auch. Also ich bin gerne da.
freue mich auch immer, wenn ich im Stadion an der Alten Försterei da auf dem Reporterplatz ist, ja unter dem Dach da oben Platz nehmen kann und von da meine Arbeit mache. Genau. Eine sehr ausführliche Beschreibung jetzt von dem, was du jetzt gerade gefragt hast. Ich weiß gar nicht. was ich halt interessant finde, ihr habt halt beide den Aufstieg im selben Jahr geschafft. Also du zur Sportschau. Ja, das stimmt. Und Union in die erste Fußball-Bundesliga. Und als am ersten Spieltag die Mannschaft, wir nennen sie intern Club X, zu Gast war und mit 4:0 gewann, konnte ja noch keiner ahnen, dass die Saison bis Ende Juni dauert. Ja. Und was das für eine wahnsinnige Saison wird. Also mal ganz abgesehen davon, dass niemand gedacht hat, dass Union Elfter? Zwölfter? Elfter. Elfter wird? Ah ja, da oben. Das ist die Kickersteck-Tabelle. Hast du da oben deine Kickersteck-Tabelle hängen an der Wand? Ja. Punktgleich. Punktgleich mit Hertha BSC, genau. Und was hast du gedacht, als du dann in diese Saison gestartet bist, was so auf dich zukommt? Also erstmal habe ich mich unfassbar gefreut. Ich glaube, das ging uns allen so, die wir das auch vorher schon begleitet hatten, weil das ja auch absolut wahnsinnig war, diese ganze Geschichte um den Aufstieg rum. Ich war an dem Abend auch im Stadion, durfte das fürs Radio abends begleiten und habe die Bilder auch noch, das Video auch noch auf dem Handy, als dann der Platz rot wurde und die Hymne nochmal gespielt wurde und dieses Knistern so fühlbar war von allen Seiten. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Florian Hübner unten auf dem Platz, die waren alle so glückstrunken in dem Moment, natürlich so völlig neben sich. Deswegen war ich so gespannt, wie das dann wird. Ich weiß noch, dass wir so überlegt haben, Union hat ja einige neue Spieler auch geholt vorher. Mal schauen, wie das dann alles so zusammenpasst. Und dann kam dieses Spiel gegen Leipzig und Ich kriege das Zitat von Urs Fischer nicht mal so ganz zusammen, aber es war irgendwas mit Geschenken und Geschenken verteilen und sowas in die Richtung. Und da muss man schon sagen, es war wirklich. Also wir haben uns oben angeguckt auf der Tribüne und gesagt, lass mal hoffen, dass das tatsächlich jetzt so der Auftakt ist, das Reinkommen, so läuft das jetzt also in der Bundesliga. Es geht dann doch mehr über die spielerische Klasse und darüber, dass man einfach keine Fehler machen sollte. Und Leipzig ist ja auch eine Mannschaft, die im Umschalten sehr gut ist. Und es ist einfach, wie das ausgespielt haben an dem Tag, war schon ziemlich krass. Und muss aber sagen, dass Union sich da ja gefühlt eigentlich ziemlich schnell gefangen hat. Obwohl dann viele Phasen auch kamen, oder nicht viele, aber einige Phasen, die nicht siegreich gestaltet werden konnten. Ja, also mich hat immer beeindruckt, mit welcher Ruhe die Mannschaft und der Verein da durchgegangen ist durch die Phasen, Sie haben sich halt nie aus dem Konzept bringen lassen. Sie wussten, wir arbeiten einfach jetzt straight weiter und dann gucken wir mal und dann ist auch gut. Also das ist das, was mir durchgehend alle immer erzählt haben, egal mit wem ich gesprochen habe, ob das Neven Subotic war oder Christian Gentner oder weiß ich nicht. Und es immer alle erzählt so in die Richtung. Und ich glaube, dass das am Ende dann auch dazu geführt hat oder ausschlaggebend war, dass Union die Klasse gehalten hat. Du hast im Rasenfunk, hat Max dich gefragt, wie würdest du Union einschätzen, jetzt kurz vor der Saison? Da hattest du gesagt, muss man schauen, mit Sebastian Andersen sehr gut, schauen wir mal, wenn er geht. Dann ist er gegangen. Was ist das denn, ist theoretisch müsste man jetzt, würde ich jetzt schlussfolgern, ohne Sebastian Andersen hat die Mannschaft nicht die Kraft oder den Wert. Hinterher ist man ja immer schlauer. Das ist ja immer das Schöne, was dann passiert. Das ist ja das, was man vorher sieht. Ich habe mir das wirklich schwer vorstellen können, weil ich ja wusste, und haben ja da alle auch immer betont, dass sie mehr auch so in dieses spielerische Element mit reinbringen wollen, so im Spiel nach vorne, gerade so im letzten Drittel, diese mutigen Aktionen. Und das hat auch immer nicht so funktioniert in der Vergangenheit. Es ging halt leider Gottes einfach sehr viel mit langen Bällen. Es ging sehr viel über Standardsituationen, über ruhende Bälle und über einen Andersson, der sehr viele, also der hat ja die meisten
der war kopfballstärkster Spieler. Er hat die meisten Zweikämpfe gewonnen, hat so viele Bälle festgemacht. Und er war auch einfach treffsicher, ne? Und das war schon eine Waffe. Deswegen habe ich mir da Sorgen gemacht. Und du hast es gesehen, finde ich, im Spiel gegen Augsburg, im Spiel nach vorne. Ich will nicht sagen, dass da defensiv alles schlecht war. Union hat Augsburg auch vom Tor ferngehalten. Bei den Gegentoren war das halt Harakiri. Das wissen die, glaube ich, alle selber, haben sie auch alle angesprochen, dass zu wenig Gegnerdruck war und so. Aber im Spiel nach vorne war es einfach schwierig. Und wir haben uns alle gefragt, naja, wen stellt denn Urs Fischer vorne auf? Cedric Teuchert ist ja ein komplett anderer Spielertyp. Und dann hat er das mit Ingvardsen probiert, der das in Dänemark ja schon mal gespielt hat, diese Rolle vorne drin und da auch erfolgreich war. Und das hat gar nicht funktioniert, wie ich fand. Ich glaube, der hat irgendwie einen Ball mal festgemacht in der ersten Hälfte. Und da haben sie sich wirklich sehr, sehr schwer getan. Und dann habe ich jetzt das Spiel in Gladbach ja begleitet am Wochenende. Mhm. Und habe gedacht, okay. Also das zum Beispiel die Verpflichtung von Taiwo Awoniyi war eine gute, wenn das so weitergeht. Das war wirklich super. Also es war halt auch einmal mehr so, dass ich dachte, naja gut, Union kommt halt über diese geschlossene Teamleistung. Das wird auch in diesem Jahr so wichtig sein, dass da alles funktioniert. Denn diese ganzen Aktionen kamen oft nach Umschaltmomenten. Das waren Balleroberungen von Prömel, der mir echt gut gefallen hat, jetzt im Spiel gegen Gladbach, von Andrich. Dieses schnelle Weiterleiten, dann ein Awoniyi, der, und das hat man da, finde ich, gut gesehen, der hat auch gut nach hinten gearbeitet, aber der wirklich, den kannst du in so einen Zweikampf reinschicken. Der ist so robust, Der nervt den Gegenspieler dann auch mal. Der Benzebaini hat ja nach 10 Minuten die gelbe Karte gesehen als Verteidiger. Das ist schon scheiße, ja, wenn der Stürmer das mit dir macht. Aber das ist halt einer, der kann Geschwindigkeit aufnehmen mit dem Ball. Der kann halt ins 1-gegen-1 gehen. Der kann auch, wenn er sich, glaube ich, mehr eingespielt hat, die Bälle nochmal anders verteilen. Mir hat es auch gefallen, dass dann die Komponente mit Geraldo Becker, dass das auch funktioniert hat. Dass dann auf einmal ein Bülter dann auch immer wieder, der ist immer in die Zentrale, der ist eigentlich mal am Flügel unterwegs, der ist immer wieder in die Zentrale reingezogen. Dann, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, aber Robin Knoche, die Frage habe ich Urs Fischer gar nicht mehr gestellt. Robin Knoche ist teilweise auch immer mit nach vorne. Hat da auch immer noch mit nach vorne gearbeitet. Also das war insgesamt zwar spannend zu sehen, was Union da gemacht hat, aber das Spiel gegen Gladbach hat mich zum Beispiel ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, aha. Also ich empfand die ersten zwei Spiele so ein bisschen wie eine Zusammenfassung der letzten Saison. Also da war immer zu sehen, dass die Mannschaft, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass die Mannschaft ruhig geblieben ist, trotz der Rückschläge. Und ich fand das Spiel gegen Augsburg, andere Mannschaft hätte gesagt, oh fuck, wenn wir jetzt gegen eine Mannschaft wie Augsburg, wo wir eigentlich letztes Jahr immer die Punkte geholt haben, ein Punkt letztes Jahr in Augsburg, 3 zu Hause, das sind die Spiele, wo wir Punkte holen müssen. Und wir erinnern uns noch an das Spiel Gladbach gegen Union im Frühjahr, als Union 4-1 abgefertigt wurde, muss man ja so sagen. Ja. Und wie Union sich da jetzt hingestellt hat. Das war schon wirklich sehr stark. Also gerade auch das, also ich meine, Gladbach ist jetzt nicht irgendwie mit der zweiten Garde da angetreten, sondern nee. Das war schon... War ein ganz anderer Schnack. Auf jeden Fall. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Jetzt wird spannend, jetzt kommt, glaube ich, Mainz. Genau. Schöne Grüße an den Hinterhofsänger an der Stelle. Wir sehen uns am Montag mit hier neuem, an dieser Stelle. Ja. Mit neuem und in Mainz ist ja wirklich Chaos. Ne? Also an der Stelle frage ich mich immer, ist das gut oder ist das schlecht? Weil du weißt ja nicht so genau, jetzt sind die in so einer Übergangsphase. Trainer entlassen gerade erst. Ist ja heute, ne? Heute, genau. Trainer entlassen worden, heute am Montag. Wer weiß, wann der Podcast, ob der erst am Dienstag erscheint. Deswegen am Montag der Trainer entlassen. Ja, und da weiß man halt einfach nicht so genau, weil in Mainz ist ja immer das Ding, sagen ja auch alle immer und hat der ein oder andere Spieler ja auch selber mal geäußert, dass sie ja da auch so ein bisschen zu tun haben mit der ganzen Grüppchenbildung und so. Und ich glaube, die brauchen auch jemanden, der den Laden da ein bisschen mehr zusammenzieht nochmal. Weil die haben so talentierte Spieler. Das ist wirklich, also die sind eigentlich qualitativ besser besetzt als das, was sie zeigen am Ende. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass das jetzt gerade jetzt passiert ist vor Union oder ob es halt leichter gewesen wäre. Naja, die Mannschaft ja, wenn der Coach noch im Amt gewesen wäre. Also ja. Mainz hat das Problem, dass sie jetzt natürlich liefern müssen und zeigen müssen, dass es halt ohne den alten Trainer besser läuft und dass es nicht an der Mannschaft liegt, sondern am Management innerhalb der Mannschaft.
Aber natürlich, schade, dass wir heute kein Phrasenschwein haben. Du hast auch schon vorhin so ein paar Sachen von dir gegeben. Also ich würde jetzt sagen... Wie Gott, habe ich hier Phrasen rausgehauen ohne Ende, ohne es schon wieder zu merken. Wir haben ja hier diesen Knopf von der Saisonvorschau. Oh. Hör mal, da haben wir immer für jede Phrase was reingeworfen, dann klang das so. Ja. Oh Gott. Immer ein Groschen ins Schwein rein. Und ich würde jetzt sagen, also Mainz ist schon so ein bisschen wie so ein angeschlagener Boxer, ja, der jetzt ein bisschen wild um sich herum prügeln kann. Und das ist vielleicht auch gleichzeitig die Chance von Union, auf dieses Chaos mit Verstand und mit einer klaren Linie und einer klaren Ordnung auch im Spiel gegenzuhalten. Weil aktuell sehe ich nicht bei Mainz, wer da den Bock umstoßen soll. Boah, jetzt hast du dir auch so eine Floskelseite jetzt aufgemacht und jetzt gehst du die alle durch nacheinander? Oder was ist da los? Ich war auf deiner Webseite von vorhin. Ich hoffe, ich werde im Doppelpass eingeladen, weil irgendein karikativer Zweck, am besten Tore für Neven, kann immer mein Geld gut gebrauchen. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie mit ihrer Trainerentlassung noch eine Woche warten. Die haben ja Potenzial, das können sie auch abrufen, aber bitte erst nach dem 2. Oktober. Wir hatten solche Spiele schon mal. Kurz vor dem Punktspiel bei uns entlassen die einen Trainer, kriegen einen neuen Trainer und die spielen da auf einmal, weil sie sich zeigen müssen, wieder ein Top-Spiel. Und demnächst kommt Schalke. Und ja. Also es ist man hätte damit noch warten können. Das kann halt was bewirken, ne, in der Mannschaft. Das ist ja, jetzt haben sie alle ein Ziel gehabt. Ich meine, der Streik, das war ja schon ein eindeutiges Zeichen. Ich finde es auch schwierig, aber ich habe jetzt nach diesem Gladbach-Spiel so das Gefühl, dass Union da einfach, also ich bin nicht mehr so, wie soll ich sagen, nicht so ängstlich, was das betrifft. Ich hatte, ich wusste nicht so genau im Rasenfunk, du hast das angesprochen, Ralf, weil da war es mehr so, ach, ich weiß nicht, ja, mal gucken. Und Vorbereitung war so war solide, aber war auch nicht immer gut. Und man war ja auch auf dem Punkt, Max Kruse nicht einmal gesehen in den Testspielen, so, wie passt der da rein? Weil jetzt ist er immer noch nicht bei 100%. Also da bin ich auch gespannt, wie entwickelt sich das? Welche Note kann wer noch reingeben, wenn der dann wirklich bei 100% ist? Das muss man sich vielleicht auch nochmal angucken. Da hat mir das schon gereicht, was er gezeigt hat gegen im Augsburg-Spiel, als er reinkam. Da hatte das Spiel auf einmal einen ganz anderen Zug. Also er kommt rein und es gibt wieder ein Ziel. Es gibt eine Laufrichtung. Die hatte ich vorher nicht gesehen. Die war vorher irgendwie, war ja auch der Abnehmer von Gefehlte. Hatte auch, glaube ich, die eine Szene damit mit vorbereitet, ne? Über links, genau. von Bülter, wenn ich mich recht entsinne, genau. Und ich hatte jetzt gegen Gladbach nur beobachtet, so ein bisschen, dass er ist ja schon jemand, der auch dirigiert, ne? Der dann auch zeigt und mit den Händen viel gestikuliert und guckt und zeigt, wo er den Ball hinhaben möchte und wer sich wohin bewegt. Also er ist so diese Rolle. Mal gucken, wie sich das dann gestaltet. Jetzt möchte ich aber eine Frage stellen, so in eure Richtung. Loris Karius. Was sind denn eure Gedanken zu Loris Karius? Das möchte ich kurz abschmettern, weil ich würde in die Zukunft gerne gleich mit dir gucken. Ein wichtiges Thema, was ja auch dich betroffen hat in den letzten 7, 8, 9 Monaten, ist ja Corona. Erstmal über Corona, wie dein letztes halbes Jahr so auch gelaufen ist, beruflich, wie dich das eingeschränkt hat, auch als dann die Bundesliga wieder losging, wie deine Erfahrung war im Stadion, hin zu der Frage, ist jetzt wieder ein weiter Bogen. Ich bin kein Profi, ich stelle halt einfach so komische Fragen. Du machst das gut. Ach, danke. Hin zu Dirk Zingler, der heute im Kicker auch nochmal darüber ein bisschen referiert hat, was Union eigentlich meint mit dem Konzept und was man da vorhat und welche Rolle man da einnehmen will, auch für die gesamte Unterhaltungsbranche. Corona, dieses Riesenthema, was sich auf dem UFO wie auf unser Leben gesetzt hat und auf einmal hängen wir da so irgendwie alle drunter. Erzähl mal ein bisschen, wie das dann für dich war, das Arbeiten. Es hat sich natürlich auch bei uns viel ins Homeoffice verlagert. Es wurde ja dann tatsächlich alles abgesagt, erstmal alle Spiele und nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten. Wir haben halt andere Sachen gemacht. Ne? Ich weiß noch, ich hatte 4 Wochen lang so eine Fitnessserie, wo ich tatsächlich jeden Tag zu einem anderen Thema einen Radiobeitrag gemacht habe. Immer frisch und mit anderen Gesprächspartnern unter anderem und dann aber auch so Radio-Features noch zusätzlich gemacht. Aber also ich habe schon so versucht, meine Nischen zu finden und das ging auch gut.
Was spannender war, war dann so der Restart in der Bundesliga tatsächlich und in der zweiten Liga. Mein erstes Spiel war auch das, was mein letztes vor der Corona-Pause hätte sein sollen, Aue gegen Sandhausen. Und ich weiß noch, wir sind da angekommen und es ist ja so, du kommst halt an, du musst einen Zettel ausfüllen, dass du keine Symptome hast, verschiedene Sachen ankreuzen, deine Daten hinterlassen, dann wird Fieber gemessen, vorher musst du dir die Hände desinfizieren, genau, dann gibt's halt bestimmte Bereiche im Stadion, in denen du dich nur bewegen darfst, das war dann alles komplett abgesteckt, also es gab Bereiche, wo sich nur noch die Offiziellen bewegen konnten und die Mannschaften, dann gab's halt Bereiche, wo du dich als Journalist aufhalten durftest, das war alles sehr ungewohnt. Ich weiß noch, dann saß ich da auf der Tribüne und du konntest alles hören. Also, und ich dachte noch so im ersten Moment spooky und im zweiten Moment spannend. Du kannst alles hören. Du kannst sogar die Bewertungen und Beschreibungen des Schiedsrichters hören, warum er jetzt auf was entschieden hat. Und dann dachte ich aber auch so, gut, ja, für eine Person, die im Stadion ist gerade, ist das natürlich schön. Für die Leute vom Fernseher wahrscheinlich weniger, weil da hast du einfach die Atmo, die kommt nicht so rüber. Das ist dann schwieriger und das fehlt dir dann auch. Dir fehlt dieses Grundrauschen, dir fehlt die Leidenschaft, diese Emotionen, die Fans. Das fehlt halt einfach, ne? Weil es gehört beim Fußball dazu und ohne ist es einfach nicht dasselbe. Aber ich habe mich schon ziemlich dran gewöhnt, muss ich sagen. Also ja, aber mit der Zeit. Aber sei doch mal ehrlich, als du dein erstes Geisterspiel gesehen hast. Also bei mir war das erste Geisterspiel Gladbach gegen Köln. Und es war wirklich furchtbar. Mein erstes Spiel danach war Union gegen Bayern. Ja. Wo wir alle hingefiebert haben, ja, endlich kommen die Bayern. Ich habe mir in meinem Kopf immer ausgemalt, wie da Rummenigge und Hoeneß auf der Tribüne sitzen in der alten Försterei, um sie herum Leute, die das Nina Hagen-Lied singen und dann die beiden da mitmachen. Alberne Bilder, die waren dann auf einmal weg und dann kamen die Bayern und das war schon seltsam am Anfang. Aber ich habe mich relativ schnell dran gewöhnt, weil ich damals einfach extrem happy war. Endlich läuft wieder Fußball, endlich mal eine Abwechslung. Ja, nicht mehr nur Programm aus der Schublade, die man so öffnet, um Sachen rauszuholen, sondern Sachen, neue Sachen, die unvorhersehbar sind. Also das fand ich schon erstmal wieder in einer gewissen Form erfreulich und befreiend. Stimmt, es wurden ja zu der Zeit auch viele Spiele von früher wiederholt. Ne? Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Übrigens, Lob an die Sportschau, das war geil. Das fand ich auch, dass es ein ziemlich guter Move war, weil es ja irgendwie, natürlich hat man vieles davon schon gesehen, aber irgendwie war es dann auch wieder romantisch. Ach, das war so viel, was ich noch nie gesehen habe. Das war richtig geil. Lob, das sollen die bitte immer wieder machen. Also auch gerne in der Nacht, muss man nicht viel produzieren. Dann, ja, das ist super, wirklich. Siehst du mal. Ja, und für uns war das dann halt so, dass wir, es gab so halt so ein paar bestimmte Sachen, die einfach wirklich weird waren. Du hattest keinen Menschen mehr, der unten auf dem Platz war und die Interviews gemacht hat. Das heißt, da wurde so eine Box aufgebaut, oder zwei Boxen. Da haben sich die Spieler vorgestellt. Und deswegen sah das auch am Anfang immer so komisch aus, wenn die Interviews gemacht wurden, weil die in die Kamera gucken sollten und manche haben dann so in alle Richtungen geguckt. Und ich glaube, der häufigste Satz, der gefallen ist in der Zeit, ist: Hallo, können Sie mich schon hören? Und das muss so laut gewesen sein, unten weil mit den zwei Boxen und dann dröhnt dich: Hallo, können Sie mich schon hören? Und es ist halt wirklich, es gibt so einen Mitschnitt von einem Spiel von Werder Bremen. Kollege von Radio Bremen, Henry Vogt, im Gespräch mit Kevin Vogt. Und es ist wirklich ein Gespräch für die Galerie. Und Henry Vogt erklärt dann Kevin Vogt, ich sitze hier an einem Gerät mit 48 Knöpfen, ich komme mir vor wie ein Pilot. Können Sie mich denn da unten, hallo Herr Vogt, können Sie mich denn da unten, ja Herr Vogt, ich höre Sie. Ja, es ist ein Gespräch von Vogt zu Vogt. Dann fangen wir jetzt mal an, nicht weglaufen, hören Sie mich. Und es ging dann die ganze Zeit so. Und jedes Wochenende, immer wieder, es war herrlich. Vielleicht wird das auch ein bisschen fehlen jetzt. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also es war wirklich schon ein bisschen befremdlich am Anfang, aber am Ende hat man schon gemerkt, die grooven sich ein und es wird professionell. Mir hat Spaß gemacht. Ich gehörte nicht in die Fraktion, die gesagt hat, das dürfen die nicht. Wie war deine Meinung? Ich meine, du lebst ja davon. Das ist ja, was hast du gedacht, als Leute gesagt haben, das dürfen die nicht. Die dürfen jetzt nicht anfangen zu spielen. Immerhin ist es ja dein Beruf. Naja, also ich habe mich schon gefreut,
dass es wieder losgeht. Ne? Klar, wie es war natürlich trotzdem ein befremdliches Gefühl, weil man das ja auch nicht so richtig einordnen konnte. Ne? Man war ja so reizüberflutet von allen möglichen Informationen, wusste, okay, da passiert gerade draußen etwas, was gefährlich ist auf eine gewisse Art und Weise. Es kommt darauf an, dass man aufeinander achtet. Und in anderen Bereichen lief das ja einfach nicht. Und ich glaube, deswegen ist der Eindruck entstanden, dass gesagt wurde, warum der Fußball? Ja, warum darf der Fußball denn eigentlich weitermachen? Nur weil der Fußball es nicht hinkriegt, weil die Vereine es nicht hinkriegen, sich Geld auf die Kante zu legen und dann Angst haben müssen, dass sie pleite gehen und weiß ich nicht was. Ich glaube, das hat einfach so generell den Unmut auf sich gezogen. Und mich würde auch interessieren, ob es den einen oder anderen Fan dazu gebracht hat, einfach zu sagen, nee, ich habe mich vom Fußball so ein bisschen abgewendet in der Zeit. Das würde ich sehr gerne wissen, weil ich glaube, ich habe noch nicht so richtig die Antwort für mich darauf gefunden, ob das in der Zeit passiert ist. Ich fand aber, ich habe mich relativ schnell wieder daran gewöhnt, dass es weitergeht, nachdem ich gesehen habe, wie das da abläuft im Stadion. Und es war wirklich alles sehr vorsichtig und sehr darauf bedacht, dass man geguckt hat, wie man es umsetzt. Und es passt ja alles auch vom Konzept her. Ich kann auch die Bedenken verstehen. Ich weiß noch, wie ich auch dachte, es fühlt sich aber irgendwie, macht es mir auch ein bisschen Kopfschmerzen und es fühlt sich komisch an. Also es ist so schwer, in dem Moment so eine richtige Entscheidung zu treffen. Sie wurde getroffen und im Nachhinein kann man halt sagen, es hat alles geklappt. Aber in dem Moment, als es durchgewunken wurde, die Bedenken kann ich auf jeden Fall verstehen. So ging es mir auch. Einerseits habe ich mich auf Fußball gefreut, auf der anderen Seite dachte ich, ist das richtig? Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, dass man jetzt seinem Hobby wieder nachgehen kann. Woanders kämpfen die Leute ums Überleben und wir denken dran, wie wir für uns als Zuschauer das Hobby jetzt wieder aufzunehmen. Das war nicht fassbar und auch nicht korrekt, aber nachdem es dann lief, okay, es lief alles, es lief perfekt und man hat sich wieder dran gewöhnt, obwohl ich auch einige kenne, die gesagt haben, nee, ich habe mit Fußball erstmal abgeschlossen, solange wie das nicht wieder auf Normalität hinausläuft, sieht der Fußball mich nicht mehr beim Live-Spiel und auch nicht vom Fernseher. Also, die dann komplett auf Entzug gegangen sind, meinst du? Die sind komplett auf Entzug gegangen, genau, haben sich teilweise dem Amateursport wieder zugewandt oder ganz vom Fußball nicht, aber sind halt wieder zu anderen, zu Amateurvereinen gegangen oder haben die Sportart gewechselt. Da gibt es ja mittlerweile auch, in Berlin hat man ja da keine Probleme, da gibt es ja nun alles. Es gibt durchaus Leute, die gesagt haben, ich schließe jetzt erstmal damit komplett ab. Und ich fand das immer ein bisschen verlogen, weil einerseits war der Fußball natürlich auch so erfolgreich und so populär, weil so viele Leute immer hingegangen sind. Und die Leute sind auch teilweise deswegen hingegangen, weil so viel darüber berichtet wird. Und also man hat sozusagen das System Profifußball selber immer mit unterstützt mit seiner Teilhabe an so einem Spiel. Und auf einmal soll der Fußball die Privilegien entzogen bekommen, die man ihm vorher selber immer wieder gegeben hat. Und gerade auch immer gesagt hat, ja, der Fußball ist doch das Wichtigste, das Allerwichtigste, Fußball, 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 Fußball und auf einmal soll der Fußball dieses Recht nicht mehr haben, stattzufinden. Ich meine, es ist ein Berufszweig, da hängen so viele Jobs dran, da wird so viel Geld umgesetzt, ich glaube über 1 Milliarde Euro Umsatz im Jahr oder wie viel, 1% vom Bruttoinlandsprodukt. Es ist ein wahnsinniger Betrieb. Und die andere Frage ist halt eben auch, hätte es irgendein Leben gerettet, wenn der Fußball nicht gespielt hätte? Wäre irgendein, also ich meine, wir haben auch wir lernen jetzt gerade, wir werden ja jetzt alle Hobby-Virologen und wir haben mit irgendwelchen Begriffen hin und her jongliert, wie Reagenzien, die auf einmal bereitstehen müssen für einen Corona-Test oder was, oder PCR-Test. Hast du vor einem Jahr gewusst, was ein PCR-Test ist? Oder natürlich. Oder du, ja. Und da ist so viel zusammengekommen und ich habe gedacht, ey, Mann, ist doch wenigstens schön, dass jetzt ein Konzept da ist, dass Fußball gespielt werden kann und andere können dann mitmachen. Also auch andere Sportarten, die im Freien stattfinden, konnten sich beim Fußball abgucken, so läuft's. Und also ich fand's eigentlich durch und durch nur gut. Ja, ich glaube, dass sich viele Menschen einfach aufgeregt haben, weil das in anderen Bereichen nicht so funktioniert hat. Und man neigt dann trotzdem dazu, auch vieles miteinander zu vermischen. Aber es ist trotzdem, es bleibt nach wie vor ein schwieriges Thema. Du wolltest ja auch die Überleitung jetzt auf das Interview von Dirk Zingler gerne von heute Konzept, ne? haben. Also, ich habe extra vorher auch noch mal reingeschaut. Irgendwie. Also ich weiß ja, dass Union das Ganze auch vorher ganz
explizit als Leitidee verkauft hat. Der hat gesagt, das ist ja kein ausgearbeitetes Konzept. Ne? Also als es rauskam, hat er gesagt, das ist eine Leitidee, es ist ein Vorschlag, wie man es machen könnte. Es ist komplett in den einzelnen Bereichen. Das ging ja von, dass du dich registrieren musst mit deinen ganzen Daten, dass du in einem bestimmten Slot dahin kommst, dass du den Test machst, dass es nochmal nachverfolgt wird im Anschluss. Und es war aber ja auch von vornherein klar, dass wenn bestimmte Institutionen dem nicht zustimmen, dass es dazu ja auch nicht kommen wird am Ende. Also auch da ist es wieder so. Ich weiß, da gibt es so viele Gegenargumente. Da wird dann immer gesagt, so ja, warum will denn Union das? Wir haben jetzt gerade so und so eine Situation und es ist gefährlich. Und ja, das ist es ja auch. Aber ich glaube auch, dass niemand einfach so zustimmen wird, wenn es Bedenken gibt. Also weißt du, ich versuche immer so an den Punkt zu kommen, wo ich mir denke, okay, wo sind wir? Wir haben also eine Idee, die vorgestellt wird, etwas, wo Union sagt, okay, wir stehen, für uns gehört das dazu, wir wollen gerne da und dahin. Warte mal, ich hatte mir sogar hier, weil du von dem Interview gesprochen hast, was hat er hier gesagt? Hier, verantwortungslos handeln wir nicht. Ich betrachte es eher als sehr verantwortungsvoll, sich um Lösungen zu bemühen, bei denen der Gesundheitsschutz an erster Stelle steht. Bei denen man aber trotzdem die Situation nicht einfach hinnimmt, sondern nach Wegen sucht, wie man mit einer schwierigen Situation umgehen kann. Und ich glaube, das hat ja Union immer wieder auch betont. Das haben natürlich auch die Spieler betont. Weiß ich nicht, gut, die stehen natürlich auch hinter dem Verein. Das ist nochmal eine andere Situation. Aber da brauchst du ja keine Illusionen machen, dass einfach gesagt wird, ja, okay, das machen wir jetzt so. Wir setzen jetzt die Leute als Versuchskaninchen ein, weil Union das gerne so möchte. Das wird nicht passieren. Also wenn es da irgendwelche Zweifel gibt, leiseste Zweifel, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das Ganze durchgeführt wird. Was aber ja nicht heißt, dass Union nicht das Recht hat, sich etwas zu überlegen an der Stelle. Also Ralf und ich haben... Und ich glaube, da werden mich viele Leute jetzt verhassen wahrscheinlich, dass ich mich auf die Seite gestellt habe. Aber wahrscheinlich, wenn ich mich auf die andere Seite gestellt hätte, wäre es genauso. Ich glaube, darüber solltest du dir überhaupt keine Gedanken machen. Also Ralf und ich haben beide einen Artikel gemacht auf unserer Webseite, Pro, Contra. Ich bin nicht gegen das Konzept, weil es gab ja auch kein Konzept. Das ist ja auch immer so ein Irrtum, der sich sozusagen durch diese stille Post im Internet auch immer weiter verbreitet hat. Union hätte bereits ein Konzept davon. Genau, das ist ja das, was ich meinte. Dieses ist halt eine Idee, ne, die erstmal entstanden ist. Genau, und Ralf hat halt die positiven Aspekte präsentiert und wir haben so ein bisschen beide gegeneinander argumentiert. Und was mein Hauptkritikpunkt ist, ist nicht, dass man nach einer Lösung sucht, wie man das macht. Also das halte ich sogar auch für sehr vernünftig. Das Problem war bloß, dass dadurch Union, also erstmal diese Mitteilung damals veröffentlicht hat und die sehr, 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 sehr lange unkommentiert hat stehen lassen. Also ohne auf die Reaktion darauf zu reagieren. Das hat sehr lange gedauert, bis dann die nächste, also es hat wirklich ein paar Wochen gedauert, bis dann die erste offizielle Mitteilung vom Verein auf der Webseite erschien. Und bei mir war das so, dass ich festgestellt habe, um mich herum spaltet sich die Fanszene in zwei Lager. Die sagen, ich finde das verantwortungslos, mir vorzustellen, jetzt mit 22.000 Leuten ins Stadion zu gehen. Und auf der anderen Seite gab es so ein Mix, fand ich, aus so einer gewissen Union-Folklore. Ja, der Verein, mein Präsident, das hört man ja auch immer wieder, auch als Hashtag und so weiter. Dann bildete sich aus irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wo das herkam, alle oder keiner. Und das war ein Satz, den ich für den fand ich total blöd. Also weil alle oder keiner. Also entweder alle dürfen rein oder ich bleibe wie ein kleines Kind zu Hause. Fand ich auch total behämmert. Ja. Und sag mal deine Meinung dazu damals. Hast du geschrieben, alle oder keiner? Ja, klar. Ja, das ist eine Besonderheit bei Union. Du brauchst halt, zum Spiel gehört halt auch der Fan dazu. Und ohne Fans funktioniert zumindest bei Union teilweise der Fußball nicht. Also ja, sie haben sich natürlich in den Geisterspielen gut geschlagen. Kabel macht da irgendwelche Geräusche. Okay. Ja. Aber es fehlte immer ein Stück. Es fehlte immer die Seele eigentlich eines Fußballspiels fehlt in diesem Augenblick. Und das sind die Fans. Und ich stehe auf dem Standpunkt, dass nicht nur 4.000 oder 5.000 da reingehören, sondern alle. Aber es ist aktuell eben nicht möglich. Und deshalb bin ich auch der Meinung, es ist schon alle oder keiner.
Also es sollte eigentlich so sein. Natürlich, es ist nicht möglich aktuell, aber der Fußball gehört dazu und Union lebt davon, dass alle im Stadion sind. Und nur dann kommt halt dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich glaubte nicht, dass alle so das differenzieren können wie du jetzt. Und das fand ich natürlich dann halt, dann kriegt es so einen leicht populistischen Anschlag und Anstrich und da fehlte mir auch bis zum heutigen Tag. Heute fand ich das Interview von Dirk Zingler mit dem Kicker auch ganz gut, weil auch der Kicker die richtigen Gegenfragen gestellt hat. Da habe ich ein neues Gefühl für diese gesamte Idee bekommen, aber ich finde, der Verein hätte das vorher schon mal so ein bisschen mehr leisten müssen. Ja, ich glaube, vorher war natürlich auch der Stand, der Verein hat die Idee rausgegeben und aber auch klar gesagt, naja, wir sagen dann halt, wie es weitergeht ab dem Moment, wo wir dann klare Infos haben. Na, dann lief ja im Hintergrund immer die Zusammenarbeit schon mit den Unternehmen und hier und da. So, und dann haben sie sich halt erst geäußert in dem Moment, wo sie wussten, okay, es gibt halt jemanden, mit dem wir auch zusammenarbeiten könnten. In dem Moment, wie es sich tatsächlich umsetzen ließe. Und klar, das ist natürlich, es gibt dann halt viel Platz für Gesprächsstoff in dem Moment, weil du hast natürlich die Leute, die sagen, das geht doch gar nicht. Warum diskutieren wir überhaupt darüber? Ja, und es gibt die Leute, die sagen, ja, wir müssen doch aber darüber diskutieren. Also auch da ist es halt so schwer. Du wirst einfach die Mitte nicht finden. Deswegen, ich kann mich immer nur wiederholen. Ich glaube halt, dass niemand so verantwortungslos ist, zu sagen, wenn da nur in irgendeiner Art und Weise eine Gefahr da sein sollte. Und das sagt ja, glaube ich, Dirk Zingler, wenn ich es richtig, ich habe das Interview vorhin nochmal überflogen, richtig gesehen habe, hat er das ja auch nochmal gesagt. Wenn da irgendwie gesagt wird am Ende, ob er das jetzt gut findet oder nicht, ist die andere Sache. Aber wenn da irgendein Hinweis wäre so, das geht nicht und das ist nicht vertretbar und so, dann findet das halt einfach nicht statt. Mhm. Aber dann hast du halt zwei Seiten. Entweder du hast etwas, was du vorgeschlagen hast, oder du hast nichts. Und dann muss man für sich selber entscheiden, findet man das jetzt gut oder nicht gut. Genau. Ich fand diese erste Leitidee auch nur als Diskussionsgrundlage. Das war ja auch kein, wir haben es ja alle schon festgestellt, es ist ja kein Konzept. Es war ein Grundgedanke, um die Diskussion, meines Erachtens die Diskussion anzuregen. Denn die DFL hat schon eine ganze Weile vorher über Rückkehr der Fans nachgedacht. Die haben darüber diskutiert. Da ging es aber um Sitzplätze. Da ging es darum, wenn eine Rückkehr der Fans möglich ist, dann nur sitzend. Und dieses Thema ging komplett damit an unserem Stadion vorbei. Wir haben keine Sitzplätze. Was ist mit uns? Wir sind praktisch aus dieser ganzen Diskussion, die Rückkehr der Fans, in welcher Zahl auch immer, komplett ausgeschlossen, weil wir Stehplätze haben. Genau, aber da habe ich für mich auch immer gesagt, naja, Union ist jetzt halt einfach in einer Rolle, wo sie immer sagen, ja, das ist unser Vorteil, wir haben die ganzen Stehplätze und so weiter. Das kann einem aber irgendwann auch zum Nachteil gereichen und das ist dieselbe Medaille, das sind bloß zwei unterschiedliche Seiten und das ist bei den anderen Stadien so, die haben halt eben 80% oder bei Hertha 100% Sitzplätze, da kannst du so ein Konzept nochmal ganz anders gestalten. Die haben vielleicht unter Umständen auch noch eine bessere Anbindung mit der BVG oder S-Bahn. Aber dann wurde ja dann irgendwann kam ja der Punkt, wo dann die Geschichte mit den Stehplätzen auch mit durchgewunken wurde. Ne? Es hat halt nur ein bisschen gedauert einfach und das war am Anfang in der Schwebe. Und vielleicht auf der Grundlage eben dieser Grundgedanken, dass man dann weiß gesagt man nicht, hat, okay, ne? Genau, kann ja halt durchaus sein. Klar. Wir wissen es nicht. Aber trotzdem hat das für mich am Anfang einen komischen Anstrich gehabt, weil auch Dirk Zingler im Frühjahr, als es darum ging, Bayern gegen Union in der Försterei, warum sollte das denn nicht stattfinden? In der S-Bahn sind die Leute auch alle ganz eng miteinander. Das ist, ja. Und da dachte ich schon. Das war ein bisschen unglücklich. Und im Herbst hat er, oder im Spätsommer hat er sowas auch nochmal in der Art rausgehauen. Und da dachte ich, naja, also welcher Gedanke steckt denn da eigentlich immer permanent bei Dirk Zingler drin? Als Präsident des Vereins und ich kann mich da nicht so bedingungslos als Vereinsmitglied dahinter stellen und musste dann halt eben noch die ein oder andere Diskussion im inneren Kreis auch aushalten, ja, mit meiner Position, weil ich sage, naja, es ist mein Lieblingsverein, das ist der FC Wundervoll, wie du auch immer so schön sagst, aber man muss auch sagen, an der Stelle muss man auch mal kritisieren. Und auch ja, das zulassen. Aber sollte ja immer irgendwo möglich sein, ne? Dass man natürlich auch nochmal hinterfragt oder nochmal sagt, okay, das war nicht in Ordnung. Weiß ich nicht, vielleicht hat sich Dirk Zingler am Ende auch umgedreht und hat sich gedacht, es war nicht opti. Was meinst du, was Dirk Zingler heute gedacht hat, als er FC-Union
www.karius-berlin.de aufgemacht hat und auf einmal Loris Karius da gesehen hat. Wir sind Steffi noch eine Frage schuldig, eine Antwort schuldig. Das ist genau, ich habe die Frage als erste gestellt. Oh Mann. Du hast gesagt, da blocke ich jetzt ab, ne? Und gehe erstmal zum anderen Thema. Okay, was war nochmal die Frage? Du hast das gemacht, was ich vorhin mit den Floskeln gemacht habe, aber das hat vorhin schon bei mir nicht funktioniert. Ich musste trotzdem ein paar vortragen. Ich kann ja jetzt um den Übergang mit dem Torwart. Der Torwart kann nichts, der fällt wie eine Bahnschranke. Steht hier, also steht, das hat nichts mit Loris Karius zu tun. Es steht hier in meiner Fußballtraining.de allgemein. Floskelalarm, typische Fußballsprüche. Seite. Schön. Und Loris Karius ist ja ein Verlierer, wissen wir auch alle. Ja. Naja, also Loris Karius, man muss ja auch immer eine Sache unterscheiden. Ich habe jetzt im Vorfeld natürlich. Das war übrigens Ironie, ja. Achso, ja, gut. Muss man jetzt Ironie, dazu sagen. Das ist also erste Lektion: Ironie funktioniert ja im Radio nie. Ne? Also da muss man ja wirklich bei Ironie sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Ich weiß aber nicht, vielleicht ist es in einem Podcast anders. Ja, Loris Karius, ne? Also es wird ja immer wieder kommt ja dieser Auftritt in dem Champions League-Finale hoch gegen Real Madrid. Ich frage mich halt wirklich, ne? Also bis heute, der ist ja dann damals, kam ja dann danach die Geschichte hoch mit der Gehirnerschütterung, dieser Zusammenprall mit Sergio Ramos. Und ich habe mir heute nochmal diesen ersten Patzer da angeschaut gegen Benzema, wo er den Ball abwirft und den ja wirklich nicht wahrzunehmen scheint. Und das ist eigentlich, wenn du so überlegst, ist so absurd, dass du jemanden, der direkt neben dir steht, nicht wahrnimmst in dem Moment, dass du dich ja schon fragst, ob das vielleicht sein könnte, dass er da tatsächlich irgendwie gerade. Ja, also das war so krass. Weil das war so offensichtlich, dass du ja wirklich denkst, nee, also das kann irgendwie, das passt irgendwie nicht zusammen. Und ich hatte jetzt noch mal einen alten Beitrag reingehört, weil ich jetzt heute nachdem das dann feststand, schon mal geguckt habe, so für die Berichterstattung unter der Woche, sucht man dann manchmal auch ein bisschen im Archiv und guckt nochmal ein bisschen nach. Und gab es auch einen alten Beitrag mit einem Arzt von den Kollegen, glaube ich, vom SWR, der sich auch nochmal dazu geäußert hat, der gesagt hat, dass ich habe mir das angeguckt und das sieht halt nicht gesund aus in dem Moment. Und das ist dann vielleicht auch ungerecht, dass man ihn immer nur darauf reduziert. Und was ich mir angeguckt habe, mal gucken, ob ich das jetzt sehr schnell kriege. Jawohl, sehr, sehr schnell. Fand ich einen sehr schönen Satz in der Pressemitteilung von Union heute. Und zwar wird da Oliver Runert zitiert. Natürlich, klar, es ist halt eine offizielle Pressemitteilung. Es ist ein Zitat, was vom Verein so rausgegeben wird. Aber da steht, für Loris biete sich... So, nochmal von vorne. Das Kind kann auch lesen, es ist schon spät. Das ist doch, glaube ich, ein falscher Satz hier. Seine Stärken sind bekannt, deshalb freuen wir uns auf dieser wichtigen Position, nun aus unserer Sicht bestens aufgestellt zu sein. Für Loris bietet sich die Chance, wieder in einem stabilen Umfeld auf die Bundesliga und den Klassenerhalt mit Union zu fokussieren, in einem stabilen Umfeld. Also, weißt du, der geht da vielleicht auch nochmal drauf ein, dass der ja jetzt auch die letzten 2 Jahre hat er in der Türkei gespielt, am Ende gab es da dieselben Geschichten wie Max Kruse mit den ausstehenden Gehaltszahlungen, was weiß ich. Ja, vielleicht ist es halt auch genau das. Ich frage mich ja die ganze Zeit, kann der vielleicht dann in so einem Team, was ja davon lebt, von der Ruhe, was ja Urs Fischer bislang sehr gut moderiert hat mit dem ganzen Umfeld, kann der da funktionieren? Und dazu kommt, dass Urs Fischer, der ja nicht darüber redet, wenn ein Transfer noch nicht fix ist, redet Urs Fischer ja grundsätzlich nicht darüber. Wir haben ihn trotzdem gefragt jetzt am Sonntag. Und er hat zu mir gesagt, Sie wissen ja, ich sage dazu nichts und das ist Oliver Runert, das wusste ich alles schon. Und dann habe ich halt trotzdem nochmal nachgefragt, naja, aber wenn jetzt wirklich jemand kommt, so jemand wie Loris Karius oder ein Keeper seines Kalibers, dann kommt der ja nicht, um nur auf der Bank zu sitzen, als Keeper Nummer 2 anzutanzen, sondern der will ja dann auch die Nummer 1 sein, ob er dann nicht auch mit besonderem Fingerspitzengefühl moderieren müsste. Und dann hat er gesagt, ja, ist erstmal ausgewichen, hat gesagt, ja, es ist aber auf allen Positionen so ein Konkurrenzkampf und gut und so weiter und so fort, aber ich entscheide natürlich auch auf der Torwartposition nach Leistung. Was jetzt nicht so automatisch heißt, so, okay, Andreas Lute raus und Karius rein, sondern sich für mich jetzt erstmal schon danach anhört, okay, die kriegen beide ihre faire Chance und dann gucken wir mal, wie sie sich machen. Andreas Lute hat halt gegen Gladbach jetzt schon super ein paar gehalten. Gute Saves drin gehabt, die, sagen wir mal so, Union dann auch schon geholfen haben in dem Spiel. Was ich finde da, ja?
was ich in der letzten Folge, die wir gemacht haben, da ging es, war ein juristischer Podcast über Rasenballsport Leipzig und da hatte Holger Jakob, der Sportanwalt, auch nochmal davon berichtet, dass es jetzt diese Taskforce gibt von der DFL angeregt und dass da auch Andreas Lute mit dabei ist. Und er meinte, naja, jetzt kann er sich schon ein bisschen besser vorstellen, warum der am Ende bei Union Berlin gelandet ist. Ob das nicht halt auch eine Rolle spielt insgesamt, dass der Verein einen bestimmten Typen Mensch dabei haben wollte, der auch die Interessen vom Verein 1:1 decken könnte und das ist dann vielleicht für Andreas Lute der ist jetzt 33, wenn ich mich jetzt nicht falsch entsinne, ist jetzt zwar beste Torhüteralter, wie man so schön sagt, aber nichtsdestotrotz, auch die Torhüter werden ja immer jünger, ob er nicht wirklich eine gute Nummer 2 ist, auf die man sich verlassen kann, wenn tatsächlich der dann einfach da ist. Also ich hatte jetzt die ersten 2 Spiele ein gutes Gefühl bei ihm. Ich fand, er hat auch eine sehr ruhige Körpersprache. Fand ich einen angenehmen Gegenpunkt zu Rafael Gikiewicz. Oder wie spricht man den aus? Sag mir das mal. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Ich habe ihn ganz am Anfang mal gefragt, weil ich ja dachte, ich habe auch polnische Wurzeln. Spreche leider kein Polnisch, aber polnische Wurzeln. Und er hat gesagt, Mensch, wie wird denn der Name ausgesprochen? Und da hat er dann irgendwie gesagt, Gikiewicz. Und gesagt, ja. Da habe ich gesagt, super. Und habe das überall gestreut, 2 Jahre lang. Bis ich dann irgendwann ein Interview von ihm gesehen habe bei uns, wo er gesagt hat, Gikiewicz hat hier und da. Und ich dachte, ja, toll. Und dann haben wir alles umgeschmissen nach 2 Jahren und jetzt sind wir bei Gikiewicz, weil er selber natürlich auch Gikiewicz oder Gikiewicz sagt. Aber es gibt alle möglichen Aussprachen. Also ein Augsburg-Trainer Heiko Herrlich sagt Gikiewicz und wir sagen jetzt einfach Gikiewicz. Okay, bin ich dabei. Auf jeden Fall, Torhüter Loris Karius. Glaubst du, dass es, also erstmal rein sportlich, bevor die letzte Frage kommt von mir, die vorletzte Frage dann kommt, denkst du tatsächlich, dass es eben genau dieses stabile Umfeld ist für Loris Karius, dass er auf absolutem Top-Niveau wieder Fußball spielen kann? Na, wo er auf jeden Fall nochmal so einen Neustart machen kann, ne, für sich. Ich meine, der ist ja damals in Mainz groß geworden, ist da ja, zu einem richtig guten Torhüter geworden, ist da von da aus nach Liverpool gewechselt und das war ja auch so ein Ding, wo er sich entwickeln konnte als junger Spieler. Ich meine, warum kann er sich jetzt nicht sammeln? Der hat ja jetzt auch Familie hier. Seine Freundin, die kommt ja auch aus Berlin. Und warum nicht? Vielleicht macht das was mit dir. Weiß ich nicht. Ist auch nur ein Mensch, ne? Also vielleicht braucht er das auch einfach. Vielleicht hat er sich das gut überlegt. Ich habe nur gesehen, das muss jetzt nichts aussagen. Aber der Mann hat sich jetzt für einen Neustart erstmal die Haare geschnitten. So als Frau sagst du normalerweise, oder das ist ein Klischee, was man über Frauen sagt, wenn die sich trennen, dann färben die sich erstmal die Haare oder machen das irgendwie noch. Ja, vielleicht ist das für den ein Neustart. Und vielleicht kommt er einfach in dieser Mannschaft und in diesem Umfeld gut klar. Und vielleicht ist das genau das, was er braucht. Und wir reden ja hier von der Laie, ne? Also es ist jetzt wirklich ein Jahr ausgeliehen, du weißt ja nicht, was dann danach passiert. Ich glaube nicht, dass wir das Gehalt, was Liverpool ihm zahlt, irgendwie annähernd zahlen können. Also steht ja, glaube ich, auch, dass Liverpool den größten Teil des Gehaltes weiterhin übernimmt. Also ich glaube nicht, dass das eine Gehaltsgruppe ist, in der wir uns befinden. Aber ich finde die Verpflichtung sehr spannend. Ich finde auch, dass wahrscheinlich Lute, dass man mit ihm auch, dass er das vorher wusste. Also ich hatte nie das Gefühl in der Kommunikation, die man so mitbekommt, dass Lute komplett überrascht war, dass Union noch einen Torwart sucht. Gleichwohl, da möchte ich dich kurz unterbrechen. In der Vorstellung von Andreas Lute von Union Berlin wurde klar gesagt, unsere neue Nummer 1. Also fand ich auch dann, im Nachhinein kriegt das jetzt so ein Geschmäckle, diese Pressemitteilung, wenn man weiß, da kommt jetzt Loris Karius und der kommt nicht, um sich als Nummer 2 auf die Bank zu setzen. Dann wäre ich doch weiß ja auch nicht, also ne? Die Transferphase ist natürlich auch jetzt, das hat sich ja alles nach hinten verschoben, dadurch, dass durch Corona auch die Verhandlungen, glaube ich, schwieriger geworden sind. Das hat Oliver Runert ja auch nochmal gesagt. Das sind sie ja nicht alleine jetzt mit der Geschichte. Keine Ahnung, ne? Ob so wie weit die damals zu dem Zeitpunkt waren mit anderen in Verhandlungen, ob das überhaupt eine Option war. Ich hatte gelesen jetzt vor, wann war das? Entweder vor 3 Wochen oder vor 3 Monaten, da hat Loris Karius, glaube ich, noch ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, neuer Anlauf bei Liverpool, das wäre super. Das wäre jetzt, wär genau das Richtige. So, ist auch noch nicht so lange her, ne? Also, weiß ich nicht.
Man muss vielleicht hat sie wie Heinevetter am Ende vermittelt, ja, also gesagt, irgendwie hier, Berlin, why super, not? Komm doch, mach mal, sei Stiefsohn. Schwiegervater. Ah, Schwiegervater. Also. Oh Mann, krass, ja, aber, ja, das war. Aber der Glamour-Faktor bei Union ist jetzt natürlich massiv nach oben gegangen. Ich habe jetzt mir mal aufgeschrieben, Max Kruse, der ist jetzt da. Heute kam Louis und ich habe Marius geschrieben, ich Idiot. Karius. Loris Marius. Loris Marius, super. Nein, Loris Karius kommt mit seiner Freundin nach Berlin und die bringen einfach mal ein paar Millionen Instagram-Follower mit. Dann haben wir jetzt letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche das Adidas-Werbevideo mit Kida Ramadan gesehen, was mir persönlich sehr, 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 sehr gut gefallen hat. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt so ein bisschen so der Wendekreis jetzt gerade von Union, der sich ein bisschen erweitert und ist das so ein bisschen die Zukunft, dass man auch zur Markenschärfung sagt, wir gehen jetzt ein bisschen mehr in die Promotion als Union Berlin und schauen zu, dass wir Charaktere gewinnen, die prominent sind, um den Verein populärer zu machen? Boah, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob das wirklich so der Hintergrund ist der ganzen Geschichte. Also es sind ja auch so unterschiedliche Charaktere. Du darfst nicht vergessen, guck mal, wen Union letzte Saison geholt hat. Zwei der aussagekräftigsten Namen, der krassesten Namen sind ja Neven Subotic gewesen und Christian Gentner, der immer noch da ist. Und die standen ja für komplett andere Sachen, waren ja aber trotzdem auch Namen. Ich glaube, da geht es mehr darum, dass du es auch schaffst, Fußballer, die sich schon einen Namen gemacht haben, für Union zu begeistern, weil ich glaube, das ist immer noch ein Projekt. Ja, also das ist was anderes, als wenn du zu einem gestandenen Bundesligisten gehst, der Ambitionen hat, oben mitzuspielen. Das ist mehr so ein, so wir wollen hier was erreichen und für uns geht es um das Miteinander, wir wollen uns langsam steigern. Aber guck mal, es ist halt ein cooles Projekt und dass die dass die Spieler sich darauf einlassen. Ich glaube, bei Max Kruse, der hat das ja auch mal so durchblicken lassen. Ich habe gesagt, das geht jetzt in dem Fall nicht um das Geld bei dieser Station. Ob und wie und was, keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Aber das ist ja das, was er offiziell gesagt hat. Und bei Karius, wie gesagt, ich würde es vielleicht gar nicht unterschätzen. Ja, wer weiß, vielleicht ist es wirklich auch das Ding mit familiärer Hintergrund. Ja, dass er da näher bei einer Freundin dran ist. Dass er sich sagt, okay, das lief jetzt irgendwie die letzte Zeit nicht mehr so. Es ist in der Türkei zu Ende gegangen auf die Art und Weise. Dann mache ich da jetzt mal einen kompletten Neuanfang und was ganz anderes. Und gehe mal ein paar Schritte zurück. Schlecht ist es nicht. Und jetzt das Ganze mit Instagram und so. Ja, ich glaube, das ist eher so ein Ding, da würde ich eher andersrum denken, dass ich gespannt bin, mir aber auch nicht die großen Sorgen mache, aber trotzdem gespannt bin, ob Urs Fischer das alles moderiert bekommt, ja, wenn solche Charaktere mit in die Mannschaft kommen. Weil Max Kruse ist ja schon so ein Extrovertierter, ne, der auch immer viel irgendwie macht bei Instagram und so. Ich weiß jetzt nicht so, wie Loris Karius, wie der so ist, wenn der so in diesem Mannschaftsgefüge ist. Und das finde ich viel spannender. Wie entwickelt sich das? Wie ist dann so die Stimmung am Ende in der Mannschaft? Martin, muss ja da auch entgegenhalten. Ich sehe auch nicht den Glamour-Faktor, überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass der Verein danach auswählt, dass Union dann auf einmal ein paar Millionen Follower mehr hat. Glaube ich nicht. Also das würde ich Oliver Runert auch nicht zutrauen, da in diese Richtung zu denken. Spielt, glaube ich, auch für unseren Verein kaum eine Rolle. Ich würde aber trotzdem sagen, Oliver Runert und auch der Verein und alle, die da dran an den Hebeln sitzen, die wären ja ganz schön blöd, wenn sie das nicht auch mit einkalkulieren und sagen, hey, wir kaufen jetzt zum Beispiel ein Endo aus Japan und auf einmal setzen wir 20.000 Trikots mehr in Japan ab. Also die Kaufkraft ist dann natürlich schon mal eine ganz andere. Und auch ein Loris Karius, da verkaufst du endlich mal auch ein paar Torwart-Trikots zusätzlich noch. Ja, Max Kruse wird ja überall beworben. Trikots beim Kudamm da im Adidas-Store hingen überall Trikots von ihm, in jedem Zeughaus, in dem ich war, hingen Kruse-Trikots. Also da wird schon geguckt, dass man daraus was macht. Und klar, warum soll man das nicht auch nutzen? Ne? Wenn ein Retweet von Loris Karius oder von, wie heißt sie, Sophia Tomala, irgendwas mit Union Berlin, klar, das ist für Marke nur gut. Ist sicherlich nice to have, aber ich glaube nicht, dass es ein Grund war und auch kein Grund ist.
Ja, in erster Linie sportlich, aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem Glamour-Torwart, also Glamour-Torwart ist jetzt eine Bildüberschrift, und einem vergleichbaren, gleich guten, der das in der heutigen Zeit, Instagram, darfst du echt nicht verachten, ne? Dann entscheide ich mich vielleicht für den, der meine Marke noch ein bisschen bekannter macht. Wir wissen es nicht. Wir werden schauen, wie sich beide Torhüter anbieten, welche Möglichkeiten Karius bekommt. Also ich würde ihn gerne mal spielen sehen. Einfach nur, um zu schauen, wie er drauf ist. Man kennt die paar Spieler aus England, an die ich mich noch erinnere, aber ansonsten aus der Zeit, die 2 Jahre, die er jetzt in Istanbul war. Gibt es coole Videos bei YouTube. So ein paar Best-of-Videos von ihm. Also es gibt leider, das ist wirklich tragisch, da muss der junge Mann mal endlich von runter. Selbst in den Best-of-Videos werden am Anfang immer die 2 Tore gegen Real Madrid eingeblendet. Das wird ihm wahrscheinlich auch immer nachhängen. Also es ist halt so. So wie, wie heißt er? Frank Mill. Oh Mann, da, ja. So, der sagt, den habe ich mal irgendwann für ein Legendenstück getroffen und der sagt ja bis heute, diese eine Szene da gegen die Bayern war es, glaube ich, ne? Genau. Der hängt ihm bis heute nach. Der geht irgendwo, geht zur Tankstelle, da wird er angesprochen. Sie sind doch der damals. Ja, der hat erzählt, der war irgendwo in Mittelamerika, in irgendeiner Kleinstadt. Dann kommen die Kinder und sagen, ha, Mill. Ja, du bist das doch, genau. Furchtbar. Echt krass. Lass uns über die Zukunft reden. Lass uns doch über deine Zukunft reden. Also, du bist jetzt ein Jahr in der Sportschau und wo siehst du dich so in 10 Jahren? Also, hast du einen Plan, wie es weitergeht? Hast du Ziele, die du erreichen möchtest? Irgendwann mal ein Länderspiel der Herren als nächstes moderieren, Europapokalspiele moderieren oder irgendwann vielleicht gar nicht mehr TV, sondern vielleicht einen anderen journalistischen Job machen? Gibt's da? Nö. Also finde ich schwer zu sagen. Komischerweise bin ich heute in der Schulklasse auch gefragt worden. Und gut, vielleicht bin ich da anders als andere. Vielleicht gibt es andere, die sich sagen, boah, ich möchte unbedingt noch dies und das und jenes machen. Also für mich war es so, ich habe 2 Ziele erreicht im letzten Jahr, die für mich so absurd waren, dass das überhaupt klappt. Und es hat geklappt und es ist immer noch schön, darüber haben wir gesprochen. Das ist die Sportschau und das ist die Bundesliga-Konferenz. Es macht mich jedes Mal aufs Neue glücklich. Und alles andere, das lasse ich auf mich zukommen, weil ich weiß ja auch überhaupt nicht, was in 10 Jahren ist. Weißt du, es kann halt, wer weiß, wie ich in 10 Jahren denke. Ja, ob ich dann immer noch da bin, wo ich bin oder ob sich mein Leben irgendwie um 180 Grad gedreht hat. Ich hoffe, ich kann diesen Job noch sehr, sehr lange machen, weil ich ihn wirklich auch sehr, sehr gerne habe. Aber ich mache mir da nicht so die Gedanken. Möchte ich auch gar nicht. Weil ich glaube, das macht einen kirre, wenn man zu sehr in die Zukunft guckt. Wichtig ist, dass man für sich so seine Mitte findet und lernt halt mit dem, was man hat, im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Es ist eine ganz, ganz große Kunst, die ich nach wie vor sehr schwer finde und an der ich immer hart arbeite. Aber das ist ein kleines Geheimnis zum Glück. Ja, dass man auch mal mit dem, was man hat, einfach glücklich ist. Und das ist jetzt gerade so. Und deswegen, ja, es tut mir leid, Martin. Da muss ich dich enttäuschen. Aber da. Kein Problem. Ich finde. Da gibt es keine adäquate Antwort drauf. Was du gerade gesagt hast, das passt so gut zu dem Video, was ich letzte Woche von so einem lustigen Inder mir angesehen habe, der so eine Geschichte erzählt von Leuten, die eigentlich total glücklich waren. Und dann stellt man ihnen 99 Goldmünzen vor die Tür. Sie zerstreiten sich ein Jahr später, weil sie dachten immer, oh, da fehlt ja eine Münze, wir müssen die Münze dazu verdienen und dann gibt die Frau hier 2 Münzen aus, das Kind da 3 und dann zerstreiten sie sich darüber und am Ende sagt er, Glück ist kein Ziel, Glück ist eine Reise. Und da genauso klingst du gerade. Ja, aber ich glaube, dass da viel Wahres dran ist. In der heutigen Gesellschaft, das ist halt immer dieses Konkurrenzdenken und dieses Streben nach mehr und nach dem Materiellen und man braucht noch dies und das, um glücklich zu sein. Aber wenn man mal richtig drüber nachdenkt, das braucht man halt eigentlich alles gar nicht. Das macht einen am Ende auch nicht glücklich. Ja, also deswegen, es ist eine Kunst und man sollte sich das immer wieder so vor Augen halten, wie wichtig das ist, sich das
in den Kopf zu rufen, dass es wichtig ist, im Hier und Jetzt zu sein. Und es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, soll es gar nicht klingen, aber das ist finde ich total. Oder vielleicht genau kommt, vielleicht kommt es nur mir so vor. Aber das ist halt, ja, also ich habe halt mehr davon, wenn ich mich jetzt einfach gerade darüber freue und weiter hart an den Sachen arbeite, wo ich denke, ach, da kannst du noch ein bisschen was dran feilen, kannst es machen, dann bin ich glücklicher mit. Ja, als wenn ich denke, so, oh, du musst jetzt unbedingt, aber in 10 Jahren musst du jetzt, und wenn du jetzt nicht, dann, ne, so. Und ja, vielleicht würde es dem einen oder anderen oder der einen oder anderen gut zu Gesicht stehen, auch so zu denken und alles ein bisschen leichter zu machen. Ralf, wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, dann würde ich jetzt für uns sprechen. Hast du noch was? Nö. Nee? Dann würde ich jetzt für uns sprechen und sagen, das Glück unserer Reise war, dass wir dir heute begegnet sind. Oh, es ist sehr... Und das war ja überaus sehr, sehr angenehm. Ja. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich glaube, wir waren jetzt länger unterwegs als vorher eingeplant, aber das ist überhaupt bisschen. Nicht schlimm. Fast auf Rasenfunkniveau. 2,5 Stunden. Ist doch, ja. Ist doch, ne? Annehmbar. Da kann Max nur müde drüber lächeln. 2,5 Stunden. Das ist unter 4, macht das gar nicht, aber ne? Ja. Nee, aber ich danke nochmal. Also es hat extrem viel Spaß gemacht. Auch schon unsere Vorgespräche immer bei WhatsApp. Die Sprachnachrichten war mega war sympathisch. Schön, sympathisch. Ganz, ganz toll. Wir gehen davon aus, dass unsere Klickzahlen jetzt enorm nach oben schießen. Meinst du, wir schaffen das? Ich habe doch Centerfold noch gar nicht gesungen. Und nee. Ich glaube, das wird heute nicht mehr passieren. Wir machen eine Sondersendung dazu. Wir alle singen dieses Lied. Ja. Ja. Das nächste Mal machen wir dann eine Folge bei dir da in der Laube. Oder? Und dann singen wir alle sturzbetrunken. Wenn es warm ist, dann draußen. Na klar. Wie letztens mit Bunky. Ja, das genau. War schön. Da gab es Bier, da gab es Chips und ich habe Nacho-Chips beim... Da habe ich auch mal einen Mini-Chitstorm bekommen, weil ich mitten im Podcast Nacho-Chips gegessen habe und geschmatzt habe. Der Sound, ne? Ja. Mhm. Naja. Nee, Einladung steht immer gerne. Also wir können uns gerne nach dem Ende der Saison nochmal unterhalten über, wie war es jetzt? Mhm. Ich hoffe, es hat dir auch vielen Spaß Dank gemacht. Dafür. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich war ja vorher ein bisschen müde und ich bin zwischendurch so voll wach geworden. Und jetzt langsam merke ich aber, dass es auch eine sehr gute Zeit ist, um, glaube ich, ins Bett zu gehen. Eine sehr gute Zeit. Wir verraten nicht, wo du aktuell sitzt. Im Bett. Deswegen jetzt auch, er hat auch eben gerade im Hintergrund die ganze Zeit mein Handy so Geräusche gemacht und immer gepinkt, weil das ist mein Mann, der sitzt im Wohnzimmer und der schreibt immer schon, wann seid ihr denn eigentlich fertig? Wann kann ich denn ins Schlafzimmer gucken? Ich will schlafen gehen. Das ist im Rasenfunk auch schon gehabt. Das ist so wird das hier aufgeteilt, nämlich bei uns in der Wohnung. Und ich blockiere jetzt quasi gerade das Schlafzimmer mit dem Podcast. Schöne immer. Grüße an deinen Mann. Und, ja. Aber sag mal, Steffi, die Leute wollen doch bestimmt wissen, wo sie dir im Internet folgen können, wo sie dir sagen können, wie hast du das nur mit diesen 2 Hampelmännern 2,5 Stunden überlebt? Wo können sie dir schreiben? Ja, unter anderem bei Twitter. @StephanieBartschek. Ich muss selber erstmal überlegen, das ist so Max vom Rasenfunk, stellt das ja immer so schön vor. Genau, @StephanieBartschek. Das ist mein Name bei Twitter. Da bin ich auch immer sehr gut erreichbar. Wunderbar. Ja, ne? Danke. Und wo findet man dich, Ralf? Tja, auch bei Twitter, sonst nix. Nur bei Twitter, Eisern Ralf und ja, sagt alles. Sehr schön. Und uns findet ihr bei www.plattsport.de. Dort lest ihr auch tolle Artikel. Übrigens, Stefan hat diese Woche ein tolles Interview mit dem zweiten Vorsitzenden der SG Wattenscheid 09, Christian Pozzo Itomano, geführt. Wirklich sehr spannendes Interview über den Neustart dieses Traditionsvereins, liest es euch unbedingt durch, wirklich toll. Und hört auch nochmal die Folge von letzter Woche, wo wir über Rasenballsport Leipzig gesprochen haben, auf eine gewisse juristische Art und Weise. Und ja, ansonsten folgt uns bei Twitter, Facebook, Instagram, alles @Plattsport. Und wenn ihr noch könnt, dann hinterlasst auch eine Bewertung bei Apple Podcast. Da würden wir uns riesig drüber freuen. So, gute Nacht, liebe Steffi. Danke, dass du mitgemacht hast. Gute Nacht, Ralf. Gute Nacht, ihr beiden. Gute Nacht, Martin. Gute Nacht, Ralf. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Plattsport. Der Sportpodcast.